Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ich bin Tom und wir spielen wieder ein bisschen Flucht von Monkey Island. Dieses wunderschöne Spiel hier. Und das ist, ich glaube, inzwischen unsere vierte Session. Wir sind auf Jambalaya Island angekommen, worauf ich mich sehr freue, Chat. Denn das ist die Tourismusinsel. Da gibt es Star Buccaneers, da gibt es Planet Freewood. Ich glaube Marco Polo oder zumindest halt jemand, der so Sprungschwimmer ist. An den kann ich mich erinnern und ich glaube auch Stan kehrt zurück. Also es gibt ganz viel, was hier noch kommt in dem Spiel. Ich glaube, wir sind so ungefähr bei der Hälfte. Guten Morgen erstmal an den Chat. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend an alle, die in der Aufzeichnung dabei sind. Freut mich auch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin gespannt, was hier noch kommt. In den letzten Folgen sind wir so eine Reise durchgegangen, wo wir, ich glaube, zusammen, gemeinsam das Spiel noch mal ein bisschen zu schätzen gelernt haben, weil ja hier wirklich gute Gags drin sind. Dieser ruppige Ton ist auch manchmal eigenartig lustig, weil das Spiel doch ziemlich harte Beleidigungen teilweise rausrückt, die einen dann ein bisschen überraschen. Und gleichzeitig merkt man aber auch sehr, oder merkte ich zumindest sehr, dass die Rätsel teilweise sehr anstrengend sind, nicht unbedingt auf dem Niveau von Monkey Island 1 bis 3, und dass es ja einfach sich auch ein bisschen zieht manchmal. Also das Spiel hat nicht das beste Pacing und es hat eben seine Problemchen. Aber es ist kein schlechtes Spiel, würde ich bisher zumindest sagen. Weil das ist ja immer so ein bisschen der Punkt bei so Spielen, die in einer etablierten Reihe stattfinden, die vielleicht auch eine Erwartungshaltung hatten und die dann... Ich lade schon mal unseren Speicherstand hier, damit wir Murray ein bisschen hören. Oder... ich versehentlich auf die Taste klicke, dass wir aus der Map rauskommen. Aber das ist eigentlich auch ein schöner Bildschirm und eine schöne Musik. Musik übrigens in dem Spiel hervorragend. Was ich sagen wollte, ist, dass gerne mal passiert bei Spielen, die vielleicht eine Enttäuschung waren, dass dann sich so einbrennt als, oh, okay, das war ein schlechtes Spiel. Aber es ist ja nicht unbedingt ein schlechtes Spiel. So geht es mir auch oft bei so Sachen wie Mass Effect Andromeda. Ich würde auch nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Es hat Schwächen, es hat deutliche Schwächen. Aber ich finde, man kann immer noch viel Spaß haben mit sowas wie Mass Effect Andromeda. Aber wie bei allen Sachen, your mileage may vary. Könnte euch ganz anders gehen. Man könnte die Rätsel tatsächlich als nicht sonderlich gut bezeichnen. Ja, also das Prothesenrätsel ist immer noch eins. Dieses Rätsel ist mir ein Rätsel. So, hier seht ihr schon mal ungefähr, was da kommt. Ich glaube, dieses auf der Insel, auf der wir sind, ich glaube, das rechts, das rote Gebäude ist Stan. Aber wir gucken uns natürlich erstmal hier noch ein bisschen um, Chat. Wir sind halt von Lucre Island los, haben unsere Unschuld bewiesen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und sind dann jetzt halt hier, weil wir das Geheimnis der ultimativen Beleidigung lösen wollen. Hier, passt mal auf, da ist er. Auf der einen Seite ist eine Karte, auf der anderen ein Bild der ultimativen Beleidigung. Die ultimative Beleidigung besteht wohl aus drei Teilen. Ein silberner Affenkopf, ein Bronzehut und ein goldener Mann. Wie sie wohl funktioniert? So, Chat, direkt an der Stelle mal die Frage, könnt ihr Guybrush gut verstehen? Ich habe das Spiel so abgemischt, dass Musik und Soundeffekte leiser sind als die Sprachausgabe, aber die Sprachausgabe solltet ihr ungefähr so laut hören wie mich. Da müsst ihr mir einfach mal Feedback geben, weil sonst könnte ich das Spiel auch noch ein bisschen lauter machen. Ich finde witzig, dass wir die Essstäbchen noch haben, weil die sind ja eigentlich optional. Das sind billige, hässliche, in Massen produzierte hölzerne Essstäbchen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, die muss man nicht haben. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas Wertvolles finde. Bisschen lauter? Kann ich machen. Pass auf, ich mache ein bisschen lauter. Ich habe das Zeug zu allem. So, ist es jetzt laut genug oder zu laut? Auf der einen Seite ist eine Karte, auf der anderen ein Bild der ultimativen Beleidigung. Die ultimative Beleidigung besteht wohl aus drei Teilen. Ein silberner Affenkopf, ein Bronzehut und ein goldener Mann. Wie sie wohl funktioniert? Passt? Okay, super. Dann können wir doch jetzt anfangen. Ich würde sagen, komm, wir fackeln gar nicht lang. Wir gehen direkt zu Murray. Alle Speisen werden von echten Piraten zubereitet. Bewundern Sie... Hi, Murray! Willkommen im Planet Threepwood, dem schrecklichsten Themenrestaurant der Welt. Die Animation ist ja... Schluss damit, Murray! Nicht die beste.
Was machst du hier? Sieht man das nicht? Ich bin hier im Planet Threepwood Begrüßer, Einpeitscher und Rausschmeißer in einer Person. Willkommen im einzigartigen, familienfreundlichen und schrecklichen Speiselokal mit piratischem Ambiente. Murray! Ist ja gut. Das Schrecklich war meine Idee. Piratisches Ambiente ist mein Lieblingsambiente. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein guter Rausschmeißer bist. Warum nicht? Nun, du hast keine Arme. Das Böse braucht keine Arme. Pass auf. Hey, du da, mit dem Gesicht. Wer, ich? Ja, du. Ich will, dass du verschwindest. Sofort. Oh, aber ich bin nicht... Willst du meine Faust spüren, Sterblicher? Welche Faust? Verkauf mich nicht für Dummfleischklops! Raus, raus, raus! Du da mit dem Gesicht. Beeindruckend. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ihr viele Stammkunden habt. Ach, Murray. Mag auch sehr, dass in Monkey Island 3 habe ich mich ja total verliebt in den Charakter. Wenn ich mit dir durch die Tore der Hölle schreite. Schreite? Dann eben rolle, durch die Tore der Hölle rolle. Ach, Classic. Und nachdem LeChuck entkommen war, wie bist du hierher gekommen? Nach seiner Flucht zerstörte LeChuck seinen Vergnügungspark in einem dämonischen Wutanfall. Obwohl ich persönlich glaube, dass ihm die ganze Sache einfach höllisch peinlich war. Mal ehrlich, kennst du noch ein dämonisch böses Komplott mit Achterbahnen und Zuckerwatte? So viel zur Einleitung. Wie bist du hierher gekommen? Ja, richtig. Eine der Explosionen schleuderte mich aufs Meer hinaus. Ironischerweise landete ich gesagt, auf den oder? Überresten einer dämonischen Dartscheibe. Nach Wochen auf See wurde ich an den Strand dieser herrlich bösen Insel gespült. Hier gab mir Ozymandrill, übrigens ein Mann mit einer höllisch schwarzen Seele, das einen Job schon. In diesem feinen Restaurant. Ah. Und was ist an dieser Geschichte nun furchterregend und schrecklich? Machst du Witze? In der Geschichte kommen LeChuck, Ozzy und du selbst vor. Ist das nicht schrecklich genug? Guter Punkt. Oh. Sorry, Guybrush. Ich wollte nicht und? Den Satz wegnehmen. Wie gefällt dir der Job? Ehrlich gesagt sehne ich mich nach der Zeit zurück, als ich nur Begrüßer war. Damals hatte ich reichlich Zeit, an meinen bösen Träumen zu arbeiten. Damals. Aber nachdem Floppo der Affe weggelaufen war, nein, nicht Floppo. Brauchten sie dringend einen neuen Rausschmeißer. Tja, und ich dringend Geld. Murray, wozu brauchst du Geld? Um meine diabolischen Pläne zu finanzieren, Spatzenhirn. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, was es heutzutage kostet, eine Flotte mit skandinavischen Barbaren anzuheuern? Hättest du Lust, ein wichtiger Teil eines mächtigen Voodoo-Talismans zu werden? Ist es ein böser Talisman? Möglicherweise. Wie heißt er? Ultimative Beleidigung. Ultima? Sei nicht albern, Sterblicher. Die ultimative Beleidigung ist für einen Kerl wie dich eine Nummer zu groß. Aber ich brauche einen Schädel und du wärst ideal, verstehst du? Du Schnarchnase. Auf diesem Plan steht eindeutig, dass du einen Affenkopf brauchst. Ich bin ein menschlicher Schädel. Ich dachte nur. Überlass das Denken anderen. Ich möchte mit diesem ultimativen Beleidigungsunsinn nichts zu tun haben. Oh ja, wir sehen auch noch ganz viele Affen, Dopsy. Wenn ich mich richtig an den letzten Akt dieses Spiels erinnere. Bist du sicher, dass du kein Teil der ultimativen Beleidigung sein möchtest? Absolut sicher. Ich bin doch nicht verrückt. Böse hin oder her? Na gut. Ich muss jetzt gehen. Komm wieder vorbei, wenn du Lust auf unser piratisches Ambiente und das Böse hast. Das Spiel, wenn man Ladies das mal so richtig neu machen würde, könnte man auch mal die Animation überarbeiten und so. Und dann würde Hi das Murray. Alles noch ein bisschen besser im Planet. Nein, ich wollte ihn nicht ansprechen, ich muss gehen. Hör zur Tür. Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs. Ich bin immer noch verwirrt, dass die ultimative Beleidigung ein Ding ist und kein Satz.
Ja, ja. Die großen Chefköche des Drei-Inselreichs. Rostfrei, Kupfer und Blech. Noch nie von denen gehört. Rostfrei, Kupfer und Blech? Heute zu empfehlen, Schwertmeister Schmaus. Guybrushs mächtiger Piratenburger. Lobster à la LeChuck und Elaines Seetangsalat. Mächtige Piraten wie ich können nicht von Salat leben. Spezialdrinks heute, Largus Limo und Fat Fizz. All die Anspielungen, Chat. Der beste und einzige Fisch. Planet Threepwood. Muss ein gutes Restaurant sein. Planet Threepwood hat den goldenen Fischpreis in Jambalaya Town gewonnen. Schön. Mich macht fertig, dass sie Jambalaya sagen, nicht Jambalaya. Zumindest gibt es hier eine Theke. Oh, guckt euch das mal an. Die Elaine-Statue. Holy shit. Kann ich mir die angucken? Sieht Eigentum aus, als hätten sie ein paar von Elaines Sachen in die Finger bekommen. Handschuh, Musikbox, Plastikeistüte. Elaine kriegt einen Anfall, wenn sie das herausfindet. Statue von Elaine. Oh Mann. Elaine kippt aus den Piratenschüchen, wenn sie das sieht. Sie sieht fett aus. Eine HD-Collection. Ja, das Ding ist ja, Monkey Island 1 und 2 sind ja schon HD in ihren Special Editions. Monkey Island 3 haben sie garantiert nicht mehr die Original-Files, um das nochmal aufzufrischen. Und ich glaube, AI upscaled, obwohl die haben ja schon eine ganz gute Auflösung, die Hintergründe. Ich glaube, es könnte sogar halbwegs gut aussehen. Bin ich mir aber nicht sicher. Und die Figuren würden wahrscheinlich gefiltert werden oder sowas, weiß ich nicht. Also es wäre cool. Aber ich glaube, das Spiel kannst du nicht einfach auf 16:9 stretchen, ohne was Neues dazu zu zeichnen. Also ich glaube, das wäre ein erheblicher Aufwand. Und bei Flucht von Monkey Island auch. Es sei denn, man macht das hier natürlich so wie bei Grim Fandango, wo da die Hintergründe, glaube ich, auch nochmal irgendwie auch angepasst wurden, dass sie zumindest schärfer aussahen. Und die Figuren kannst du ja eigentlich recht easy aufbessern, dadurch, dass es 3D-Modelle sind. Aber ich stimme dir zu, es wäre super cool. Warum? Ich habe das Original zu Hause. Und ich meine, Tales of Monkey Island könnte man einfach so nochmal bündeln und damit reinpacken in die Sammlung. Hey, das ist der mit dem Gesicht. Oh. Guybrush? Verzeihung. Was denn? Was für ein schöner Winkel, den Sie sich hier ausgesucht haben für dieses Gespräch. Für einen Piraten sehen Sie etwas dämlich aus, finden Sie nicht? Bei Gott, ein Pirat? Ich doch nicht. Piraten sind einfach cool. Ich bin ein Zoohändler auf Urlaub, verstehen Sie? Haben Sie keine Angst davor, echten Piraten zu begegnen? Oh nein! Jedes Kind weiß doch, dass Ozymandril die Insel von den wirklich gefährlichen Piraten befreit hat. Dank ihm kann ich hier meiner Leidenschaft für Piratensouvenirs nachgehen, ohne dass ich mich mit echten Piraten herumschlagen muss. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass vor Ihnen einer dieser echten Piraten steht? Verschwinde sofort von hier! Echte Piraten haben Narben, Papageien, Holzbeine und diesen ganzen Kram. Sie sehen eher aus wie einer dieser Schmierenkomödianten, die Mandrill zur Unterhaltung der Touristen angeheuert hat. Aber ich bin ein echter Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Der echte Guybrush Threepwood ist über 2 Meter groß, trägt einen Hut, der vom Blut seiner Feinde getränkt ist, und auf seiner Schulter sitzt der Geist seines Lieblingspapageis. Genau hier. Mann, ich bin furchterregender, als ich dachte. Ich suche nach den Teilen der ultimativen Beleidigung. Ist das eines der Souvenirs, die im Planet Threepwood verteilt werden? Nein, ein schrecklicher Voodoo-Talisman mit unbeschreiblich verheerender Macht. Ich muss verhindern, dass er in die Hände eines untoten, dämonischen Piraten fällt. Oh Mann, er hat einen Auftrag. Das erinnert mich an meine Piratenrollenspiele. Wie sieht diese ultimative Beleidigung aus? Ein Teil sieht aus wie ein goldener Mann. Ah, das könnte meine C-3PO-Actionfigur zu Hause ja, in Oshkosh sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Teil sieht aus wie ein Piratenhut aus Bronze. Hm. Tut mir leid, ich schätze, ich habe nicht genügend Erfahrungspunkte, um Ihnen zu helfen. Gott, bei dem Charakter konnten Sie sich nicht so ganz entscheiden. Erst ist er Zoo-Mensch und dann aber auch noch RPG.
ein Teil sieht wie ein silberner Affenkopf aus. Ein silberner Affenkopf? Was? Oh, das könnte doch der silberne Affenkrug sein, den Sie im Planet Threepwood zu besonderen Anlässen verwenden. Sie glauben also, dass der silberne Affenkrug einer der Teile ist? Ich verwette die Hälfte meiner Trefferpunkte. Ja. Ich finde, wir haben uns lange genug über die ultimative Beleidigung unterhalten. Soll mir recht sein. Ich muss dann los. Und tschüss. Und tschüss. Verzeihung? Darf ich Ihnen unsere Spezialität des Tages empfehlen? Ich kann's gar nicht erwarten. Wir nennen es Dan Salami-Soufflé für den kleinen Geldbeutel. Eine mit drei Käsesorten überbackene Salami-Schinken-Truthahn-Paste auf einem gerösteten Roggenbrötchen. Ist ja witzig. Genau das haben bisher alle Gäste gesagt. Das ist ja ein gutes Zeichen. Würde mich über starke Marvel-Referenzen im nächsten Monkey Island freuen. Also wenn es nicht von Ron Gilbert kommen würde, würde ich fest damit rechnen. Oh, stellt euch mal vor, das wird so ein ganz schlimmes Cross. Nee, Moment, das heißt ja auch, wir könnten doch Guybrush Threepwood in Fortnite bekommen, Leute. Wir können endlich mit Guybrush Threepwood in Fortnite mit einer AK andere Leute totballern. So wie alle anderen Popkulturcharaktere. Hab gestern gesehen, dass wieder zwei Street Fighter Charaktere hinzugefügt werden. Oh, ich denke mir jedes Mal nur so, das ist die Art Crossover, die, also ich, ne, sollen sie machen. Habe ich jetzt nicht so per se was gegen, aber es ist etwas, das mir selbst gar nichts gibt. Weil außer dem Aussehen des Charakters ist ja fast nichts drin von dem Spiel. Ich mach dich dafür verantwortlich. Ich würde dann gerne bestellen. Was soll's denn sein? Weil bei Smash zum Beispiel, da kommt ja auch so viel von der Serie und von dem Kern der Franchise mit rein ins Spiel, wenn ein Charakter ins Spiel kommt, weil ja das ganze Moveset und so sich daran anpasst und die Musik und alles Mögliche. Und nicht halt einfach nur ein Skin. Nier bei PUBG habe ich auch gesehen, Deathwing. Gibt's jetzt... ist irgendwie am Ende dieser... Also das kann man sich, glaube ich, jetzt noch holen und danach nicht mehr. So, wie waren das? Ich glaube, wir müssen uns hier... Nee, ich weiß gar nicht. Ich will den Piratenburger haben. Guybrushs mächtiger Piratenburger klingt gut. Das dachte ich auch mal. Und zu trinken? Einen Fat Fizz, bitte. Eine beliebte Wahl, Sir. Und wie möchten Sie bezahlen? Eigentlich in Not herumreichen. Wieso sollte ich bezahlen? Wenn es mich nicht gäbe, würde dieser Schuppen nicht existieren. Dieser Schuppen würde nicht existieren, wenn es Ossie Mandrill nicht gäbe, Sir. Und Sie sehen nicht aus wie Mr. Mandrill. Und bitte rufen Sie mich erst wieder, wenn Sie wissen, wie Sie Ihr Menü bezahlen möchten. Beleidigungsfecht mit Thanos. Dann auch aber bitte das, was sich reimt. Weil ich würde gerne wissen, ob Thanos weiß, was sich auf Orange reimt. Entschuldigen Sie? Ja? Möchten Sie eine kostenlose Piratenkarikatur? Oh, jawohl. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Momentchen. Wissen Sie, was ich an Piraten so mag? Sie sind so aktiv und gesund. Das kommt vom vielen Fechten und Segeln. Und von der frischen Luft. Abgesehen was ist Ihre Lieblings-Piratenbeschäftigung? Klang guter Schwertkämpfe, den Geruch von Schießpulver im Morgengrauen. Wenn Sie mich fragen, gibt es nichts Schöneres, als einen verborgenen Schatz zu finden? Gott, ja. Da weiß Wenn ich Sie auch mich nicht mehr, fragen, genau gibt es nichts Schöneres, als einen verborgenen Schatz zu heben. Allerdings sollten Sie dabei immer darauf achten, dass Sie die Truhe aus der Hocke herausheben. Alles andere ist schlecht für den Rücken. Wissen Sie, was ich an den Piraten noch mag? Das ist nicht Ihre verkehrt. Verschrobene, völlig idiotische Ausrüstung. Holzbeine, Augenklappen, Papageienhaken. Sie sind einfach so seltsam. Und was ist Ihr Lieblingspiraten-Accessoire? Holzbein, Augenklappe, Papagei. Schon der Papagei. Es gibt nichts Männlicheres als einen Piraten mit einem Papagei auf der Schulter, der sich denkt, wieso quält dieser dämliche Hanswurst zu seiner persönlichen Befriedigung unschuldige Papageien? Wissen Sie, was ich an Piraten nicht verstehe? Ich ahne Schreckliches. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sie können doch nicht Ihr ganzes Leben kämpfen, die Welt umsegeln und Beute abschleppen. Oder doch? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Also, was glauben Sie, machen Piraten in ihrer Freizeit?
Ein gutes Buch. Hausarbeit, Freizeit im Internet. Ich habe gehört, dass mehr und mehr Piraten ihre Freizeit im Internet verbringen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde versuchen, es zu zeichnen. Zeichne das Internet. Fertig. Das ist für Sie, Sir. Dankeschön. Danke für Ihre Unterstützung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der glücklichsten Insel der Welt. Danke. Ich möchte es sehen. Oh, guck mal. Er ließ mich dämlich und wie ein Comic-Idiot aussehen. Mit einem Schatz und einem Papagei auf meiner Schulter schwinge ich eine tote Maus, während ich in einem Fischernetz festsitze. Vieles davon ist ein bisschen schwer zu erkennen. Aber sure. So, ich glaube, viel mehr können wir hier drin erstmal nicht machen. LucasArts hat seine Finger hier wohl in allem drin. Ich komme nicht heran. Wie der NPC hinter uns vorhin. Für die muss einfach alles interessant sein, wenn sie mir sogar die Sachen aus dem Schrank klauen. Ja, also irgendwie muss man ja dann an den Affenkrug rankommen. Der silberne Affenkrug. Wenn mir das hier schon extra so gesagt wird. Ich frage mich, was das Geheimnis ist. Ah, wen interessiert's? Und niemand das Top-Secret-Schild da oben kaum erkennt, auf das er sich bezieht. Ich will nochmal mit ihr reden, oder dieses... Aber ich glaube, das Grüne da... Aber das kann ich nicht betrachten, ne? Nee. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Mein Bestellen können wir ja noch nichts. Ohne Geld? Ich suche die Nie davon gehört. Steht sie auf der Tageskarte? Ich glaube nicht. Wenn sie nicht auf der Karte steht, haben wir sie auch nicht. Nee, bestellen können wir eh nicht. Ich überlege. Okay. Kommen wir später nochmal wieder. Gucken uns erstmal den Rest der Insel an. Kann ich den Topf? Auch Teil des Hintergrunds. Ist manchmal ein bisschen schwerer zu erkennen, als ich in Erinnerung habe. So, gehen wir mal zu Starbuccaneers Chat. Echte Piraten, wenn sie ein Seeräuberfrühstück für die ganze Familie oh, schöne Blumen. Ich glaube nicht, dass diese Blumen mir bei der Suche nach der ultimativen Beleidigung helfen. Ich sag niemals nie, Guybrush. Starbuccaneers Coffee. Heimat überteuerter Espressos und geadelter Java-Kaffees. Go. Hast du eigentlich Edna bricht ausgespielt? Und wenn ja, wie weit? Nee, ich hab's nur mal angespielt. Love Paranoia, aber das... Da hat mich Stil, Dialoge und Humor eher abgeschreckt, als mich reingeholt haben. Das ist aber auch schon sehr lange her. Die Kleine hat wirklich das gewisse Etwas. Wow, Guybrush. Warum sind Kellner in Kaffeehäusern eigentlich immer vorpubertäre Straßenbengel? Hey, der Piratenlook ist out. Meine Berufsaussichten als freundlicher, harmloser Firmenlakai sind einfach besser. Eines Tages werde ich einen dieser Läden leiten. Na, das klingt doch interessant. Hey, jede Menge Tassen. Ich komme nicht dran. Jede Menge Schrott mit dem Starbuccaneers-Logo. Krüge, T-Shirts, Thermosflaschen, Kaffeekannen und einige Dinge, die ich nicht erkenne. Das ist Wucher! Auf Mealy Island bekomme ich den ganzen Kram für einen Bruchteil des Geldes. Tja, aber Sie sind nicht auf Mealy Island. Guter Punkt. Ein Schiff, das auf einer riesigen Welle aus einer Kaffeetasse segelt. Ist ja süß. Ein echtes Highlight für Souvenirjäger. Ich würde es mir hinstellen. Wow! Wenn das nicht protzig ist, ein derart großes Schild im Laden. Im Laden? Oh, da sind Snacks. Eine Schüssel mit Quarkbällchen mit irgendeiner seltsamen Paste. Diese Paste ist das Original Starbuccaneers Schmierwiz. Eine köstliche Mischung aus künstlichem Streichkäse und Lachs in der praktischen Sprühdose. Großartig. Wir verteilen heute gratis Proben. Bitte bedienen Sie sich. Das sollte ich nicht zurücklegen. Ich habe es schon angefasst. Ich will's essen. Naja, was soll's. Nam, nam, nam.
Die Augen. Beim Speigert. Das schmeckt ja furchtbar. Ist gekauten Bagelklumpen. Das stecke ich auf keinen Fall zurück in den Mund. Ach, Kaibasch. Nehmen wir noch einen. Ach nein, der letzte war wirklich ekelhaft. So gerne ich so ein Teil auch hätte, ich fürchte, es ist etwas zu schwer, um es herumzuschleppen. Aus dieser Maschine kommen die abgefahrenen Kaffeespezialitäten des Star Buccaneers. Willkommen im Star Buccaneers Kaffeehaus. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Seine Stimme ist auch super. Mit einem Grog. Tut mir leid, Sir, aber wir schenken hier keinen puren Grog aus. Aber ich könnte Ihnen einige leckere Kaffeegetränke mit Grog-Aroma anbieten. Aber ich will einen Grog. Aber ich will einen Grog. Dann sollten Sie es in der Mikrogroggerie versuchen, Sir. Wir ziehen es vor, nicht mit Freischaffenden zu konkurrieren. Liegt Ihr Unternehmen nicht im Preiskampf gegen die Konkurrenz? Preiskämpfe nützen einzig und allein dem Kunden. Wir möchten unsere Kunden nicht durch ein unüberschaubares Warenangebot überzeugen, sondern konzentrieren uns auf die Spezialisierung und bieten ein straffes, aber dennoch abwechslungsreiches Gesamtkonzept. Das sah ja gut auswendig gelernt. Guybrush. Ich bin ein mächtiger Pirat. Bringt eure Frauen in Sicherheit. Sehr gut, Sir. Sie klingen beinahe wie ein echter Pirat. Möchten Sie einen Kaffee? Piraten trinken keinen Kaffee. Unsinn! Es ist eine uralte Piratentradition, sich mit seinen Piratenfreunden bei einer Tasse Milchkaffee zusammenzusetzen und sich Piratengeschichten zu erzählen. Nicht bei den Piraten, die ich kenne. Vielleicht haben Sie die falschen Freunde. Alle modernen Piraten trinken heutzutage Kaffeegetränke. Darf ich Ihnen unser beliebtestes Getränk anbieten? Den Gorgoccino on the Rocks. Dann geben Sie mir so einen. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Ein Gorgoccino on the Rocks. Macht 350 Jambalaya-Dollar. Aber ich habe keine 350 Jambalaya-Dollar. Oh, wenn das so ist. Tut mir leid, Sir. Das ist ohnehin ein Freundschaftspreis. Immerhin schenken wir gratis nach. Ich komme wieder, wenn ich mir etwas überlegt habe. Schönen Tag noch. Beehren Sie uns bald wieder. Okay, egal wo wir hingehen, uns fehlt Geld. Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte uns damit etwas sagen. Nee, halt, jetzt habe ich gar nicht mit der Kundin gesprochen. Da müssen wir nochmal zurück. Ich hätte ja auch so eine Tüte. Kann ich die Tüte angucken? Einkaufsbeutel. Nichts als Touristennippes. Jede Menge Kaffee Nippes. Und eine Kaffeetasse mit dem Star Buccaneers Logo. Krug mit Star Buccaneers Logo. Ein überteuerter Souvenirkrug mit dem Star Buccaneers Logo. Hey, die Kaffeebohnen sind im Sonderangebot. Oh mein Gott, wirklich? Ups. Mein Fehler. Mir wäre beinahe das Herz stehen geblieben. Aber eiskalter Diebstahl. So ein bisschen ist er schon Pirat, der gute Guybrush. Ein überteuerter Souvenirkrug mit dem Star Buccaneers Logo. Können wir ihn den jetzt zurückgeben? Zurückverkaufen? Verzeihung? Für 350 ja? Jambalaya-Dollar? Ist es nicht ein wenig gefährlich, auf einer Pirateninsel Urlaub zu machen? Das würde ich sagen. Ich bin bestohlen worden. Was? Irgendein schmieriger Pirat hat mir meine Kaffeetasse aus dem Einkaufsbeutel geklaut. So was. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Nein. Und dabei ist die Insel laut Prospekt piratenfrei. Oh Gott, was kann man denn hier für Sachen sagen? Baby, dieser Aufzug macht mich tierisch an. Werd nicht frech, Junge. Entschuldigung. Ich glaube, das soll auch irgendeine Anspielung sein. Wissen Sie, wo ich die Teile der ultimativen Beleidigung finde? Ist das eine neue Piratuccino-Maschine? Nein, ein schrecklicher Voodoo-Talisman mit furchterregenden Kräften. Ich versuche, einen untoten Geisterpiraten davon abzuhalten, dass er den Talisman zusammenbastelt. Och, das klingt ja aufregend. Wie sehen diese Teile denn aus? Ach, guck mal, ihr könnt uns wieder zeigen. Ein Teil sieht aus wie ein goldener Mann. Wissen Sie was? Soweit ich weiß, ist das der Siegespokal der örtlichen Plankenspringer. There we go. Ich denke schon. Ich habe im Reiseführer ein Bild davon gesehen. Marco Polo. Dance and Sweep, dankeschön. Und Sie glauben tatsächlich, dass der goldene Mann dieser Springpokal sein könnte? Zumindest ist ein Bild davon in meinem Reiseführer. Ein Teil sieht aus wie ein Piratenhut aus Bronze. Tut mir leid, da muss ich passen.
Ein Teil sieht wie ein silberner Affenkopf aus. Ein silberner Affenkopf? Tut mir leid, das sagt mir überhaupt nichts. Klingt aber irgendwie exotisch. Wenn Sie den Laden finden, in dem Sie das Zeug verkaufen, sagen Sie es mir. Also ich meine, der Affenkopf, wissen wir ja schon, ist in Planet 3 Boot, weil er eins der Getränke drin serviert wird. Und den Pokal wissen wir jetzt schon, dann fehlt uns noch der Piratenhut. Ich glaube, wir haben uns lange genug über die ultimative Beleidigung unterhalten. Gut! Was machen Sie da? Ich nehme ein paar Beutel von diesem wirklich fabelhaften Star-Buccaneers-Kaffee mit. So einen Kaffee bekommt man zu Hause einfach nicht. Ach Unsinn, das Star-Buccaneers gibt's doch auf der ganzen Welt. Ja schon, aber auf diesem hier steht Jambalaya Island. Meine Freunde werden begeistert sein. Ich bleibe dabei. Kaffee ist Kaffee. Natürlich bleiben Sie dabei, Sie armseliger, unkultivierter Pirat. Die Einheimischen wissen gar nicht, wie gut es Ihnen geht. Dann lasse ich Sie auch in Ruhe. Danke. So, können wir uns das jetzt nicht nachschenken lassen? Bitte vollmachen. Das ist ein Souvenir, keine Kaffeetasse. Ich glaube, das ist kein Selbstbedienungsrestaurant. Ey, ein Versuch war's wert. Das ist ein Souvenir. Dann brauchen wir das halt anderswo. So, aber wir erkunden erstmal nochmal weiter. Ich wollte auch mal den Strand erkunden. Ich glaube, da gab's auch noch was. Hier gibt's erstmal ein Netz. Ich habe einfach keinen Draht zu Volleyball. Der Ball fliegt mir immer ins Gesicht und haut mich um. Ja, same. Wie weit kann man denn hier laufen? Ach nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Wir sind so klein. So, da unten ist doch, ich sehe doch schon Otis da unten rumhängen. Oh. Kann ich mir hier nicht gerade was angucken? Ach, die Galeonsfigur. Und wir haben auch das Bötchen. Sieht fast seetauglich aus. Sieht fast seetauglich aus. Gemeinschaftsruderboot. Die Handelskammer von Jambalaya Island ist nicht für die Seetüchtigkeit des Gemeinschaftsruderboots verantwortlich. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier rumschippern. Damit könnten wir dann von der Insel runter. Und auf die andere Insel. Aber wir haben ja hier noch einiges vor uns. Aber gut zu wissen, dass das hier war. Willkommen auf Jambalaya Island. Das Schild hängt aber ziemlich hoch. Kanuverleih. Immer noch Otis. Hi, Otis. Was? Wo ist Carla? Carla ist betrunken. Schön für sie. Das wäre ich jetzt auch gerne. Warum bist du nicht bei Carla? Weil irgendjemand das verdammte Schiff bewachen muss? Während der Mister... Zwischen den Klippen ist jede Menge Platz. Super Navigator den Rumpf in Ordnung bringt. Das ist doch gut. Diese verdammte Insel macht mir Angst. Soll ich dir was aus der Stadt mitbringen? Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, was ich aus einer Stadt brauchen könnte, die so sauber ist. Wie wär's mit einem halb entkoffeinierten, halb dreifach koffeinierten Cappuccino-Milchkaffee von Star-Buccaneers? Nein, danke. Ich trinke grundsätzlich nichts, das einen längeren Namen hat als ich. Wie wär's mit einem Grog, Otis? Mann, geniale Idee. Was hältst du von einem frisch gebrannten Brombeergrog aus der Mikrogroggerie? Ich traue diesen Mikrogroggeries nicht. Warum nicht? Ich habe noch keinen Piraten gesehen, der nach einem Mikrogrog blind wurde. Und das soll ein Grog sein? Gutes Argument. Wie wär's mit einigen echten Souvenirs aus dem Planet Threepwood? Danke. Ich sehe dich schon oft genug. Tja, ich habe in den Docks einige hübsche Blümchen gesehen. Aha, sehr witzig, ha. Weißt du, mir fällt nichts anderes ein, womit ich dir eine Freude machen könnte. Bringst du dich dieses eine Mal bitte nicht in Schwierigkeiten? Was sollte es in den Docks für Schwierigkeiten geben? Ich will gar nicht dran denken. Übrigens, ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt in diese Stadt will. Diese Insel geht mir höllisch auf den Zeiger. Lass dich nicht stören. Das hatte ich vor. Kann ich ihm nicht einfach den Krug geben? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Na gut. So, setzen wir unsere Erkundungstour fort. Da hinten gibt es noch eine Statue und ich weiß nicht, was das... Setz die Segel und kommt ins Planet Threepwood.
Die Piratenkneipe für die ganze Familie. Was für eine lustige Statue. Sieht aus, als hätte ihr jemand ein Brecheisen übergezogen. Das hebe ich nicht auf. Tiny Lafitte. Cuius Breda est. Mist. Noch mehr Latein. Warum habe ich das Buch Latein für Dummies nicht gekauft? Für Dummies? Was für ein Pirat sind Sie denn? Ein Pirat? What? Gott behüte, altes Haus. Ich bin nur ein einfacher Tourist. Sie sind ziemlich tapfer für einen Touristen. Die meisten Touristen meiden Pirateninseln. Normalerweise würde ich Ihnen recht geben. Früher habe ich Inseln wie Jambalaya aufgrund Ihres Piratenproblems ebenfalls gemieden. Aber mein Fremdenführer hat mir versichert, dass auf Jambalaya alle unerwünschten piratischen Elemente vertrieben wurden. Und wenn ich Ihnen verrate, dass ich eines dieser unerwünschten Elemente bin? Sie? Seien Sie nicht so hart zu sich. Sie mögen etwas streng riechen und Ihre Manieren ließen sich bestimmt verbessern. Aber Sie sind längst nicht so gemein wie diese plündernden Barbaren, die über diese Insel hergefallen sind. Ich nehme das als Beleidigung. Nein, wirklich, ich bin ein grogtrinkender, säbelschwingender Schurke. Ehrlich! Wie Sie wünschen, alter Junge. Das ist eine großartige Kombination. Nicht wahr? Meine Frau hat es für mich ausgesucht. Sieht aus, als wäre in ihrer Hand eine Kanonenkugel explodiert. What? Wissen Sie, wo ich die Teile für die ultimative Beleidigung finde? Ist das ein Fruchtcocktail im Planet Threepwood? Nein, ein unbeschreiblich gefährlicher Voodoo-Talisman, der Seelen vernichtet. Sich hier die Teile auch gerade, sollen wo wir irgendwo vor der auf Jambalaya Island versteckt sein. Oh, eine Schatzsuche. Wie aufregend. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was sind das für Teile? Da fragen wir ihn doch direkt mal danach. Ein bronzener Piratenhut? Ein Teil ist ein bronzener Piratenhut. Ein Piratenhut aus Bronze? Oh, das ist interessant. Warum? Sehen Sie sich die Statue mal genauer an. Glauben Sie wirklich, der Bronzehut, den ich suche, könnte zu dieser Statue gehören? Tja, das würde ich sagen. Ich habe keine Lust mehr, mich über die ultimative Beleidigung zu unterhalten. Auch gut. Okay. Was tun Sie da? Ich bewundere diese großartige Statue des berühmtesten Piraten von Jambalaya Island, Tiny Lafitte. Wieso ist Tiny so berühmt? Er war der edle Pirat von Jambalaya. Er bestahl die Bösen und gab es den Guten. Und er sagte immer Bitte und Danke. Zweimal. Tiny ist das Symbol des neuen, unbedrohlichen Jambalaya Island. Gab es diesen Tiny Lafitte wirklich oder ist der Kerl der Traum irgendeiner Marketingabteilung? Oh, er hat wirklich gelebt. Was ist mit dem Kopf der Statue passiert? Sieht aus, als hätte jemand Tiny eine neue Frisur verpasst. Ich bin nicht sicher. Es gibt Gerüchte, dass einige pöbelnde Piraten vom Nattenatoll den Hut der Statue geklaut haben. Aber das glaube ich nicht. Die Jungs dürfen normalerweise nicht mal auf Jambalaya landen. Ich möchte nicht mehr über Tiny sprechen. Das ist gut. Die andere Insel, auf die wir können. Ich störe ja nur ungern. Kein Problem, alter Schwerenöter. Nun gut, also wir wissen zumindest, wo alle Teile der Beleidigung sind. Hier ist noch ein NPC, seht ihr den? Ich glaube, mit dem kann ich nicht interagieren. Den haben sie ja eigenartig hingestellt, oder was soll denn das sein? Man sieht nur ganz bisschen, wie sich die Polygone da bewegen. Vielleicht hängt der fest. So, kann ich hier rein? Ach, die Mikrogroggerie. Mikrogroggerie. Ich persönlich bevorzuge ja die extra großen Grogs. Hä. Aber schönes Schild. Komm herein und genieße Ach, unseren Kana. Hausgemachten Grog. Oh, ja, und der Manatee. Ich frage mich, was das alles soll. Die Seekuh. Ich frage lieber erst den Barkeeper, bevor ich das anfasse. Was immer das ist. Carla! Wow! Gott, diese Kameraperspektiven sind echt nicht so gut, teilweise. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Wonach sieht's denn aus? Ich habe den Eindruck, du säufst dich mit schlechtem Fusel um den Verstand. Ey, tolle Idee! Danke für den Tipp. Warum betrinkst du dich? Ich trinke
Um zu vergessen. Was vergessen? Hab ich vergessen. Das ist es. Ich trinke, um die schreckliche Zeit auf Monkey Island zu vergessen. Toll! Wirklich toll, dass du mich daran erinnert hast. Jetzt darf ich mit der Sauferei wieder von vorne anfangen. Tut mir leid. Alkohol ist keine Lösung, Carla. Das kommt auf die Aufgabe an, oder nicht? Hilfst du mir, die Zutaten für die ultimative Beleidigung zu finden? Ich sag dir was, Bikerush. Reapgood, ich bleibe hier und halte die Augen nach irgendwelchen Zutaten offen. Okay? Okay. Barkeeper, bring mir noch einen Grog, du elender Astert. Oh mein Gott. Wie gefällt es dir hier? Es ist schrecklich. Der Grog ist dünner als mein kleiner Finger. Außerdem lassen die mich nicht fechten. Und außerdem gibt's nur Chips mit Hüttenkäse. Wenn es hier so schrecklich ist, warum gehst du da nicht einfach? Zwei Gründe. Erstens, das ist der einzige Ort, an dem du in diesem gottverdammten Familienparadies von Insel einen Drink bekommst. Betens, ich fürchte, jemand hat meine Beine geklaut. Warum? Weil ich sie nicht mehr fühle. Oh. Na, dann noch viel Spaß bei deinem Landurlaub. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain. Ich muss mir kurz die Nase putzen, Chat. Da habe ich hier, wir haben einen Coverknopf. Oh. Auf meinem Coverknopf ist immer noch das Monkey Island Bild. Ich wollte euch eigentlich nur das Bild vom Hooked-Logo da drüber legen. Wartet, Chat. Hier, so soll das eigentlich aussehen. Und dann schalte ich kurz mein Mikro aus und bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Mit dem Barkeep wollen wir nochmal reden. Wo ist er denn? Barkeep? Da. Hi! Hey ho! Was kann ich dir antun? Und? Wie laufen die Geschäfte? Großartig! Das hier ist der einzige Ort im Dreiinselreich, an dem die Menschen noch köstlichen, frisch destillierten Grog bekommen. Die Menschen kommen aus aller Welt zu uns, um unsere 65 Grog-Sorten zu kosten. 65? Dazu gehören der Schädelsprenger, der grüne Grog, der Doppelgrog, die Sirenenpisse. Der Name leitet sich übrigens aus der Farbe und nicht aus dem Geschmack ab. Und natürlich unser preisgekröntes, abgestandenes Bier. Unsere Grogs werden nach klassischen Rezepten von Mitgliedern der Mikro-Groggery-Familie destilliert. Und was ist mit ordinärem Grog? Grog? Was soll das? Bist du etwa einer dieser rückständigen Saufbeutel? Ja. Hey, was ist denn das für ein seltsames Teil mit Sattel? Das, mein Freund, ist meine mörderische mechanische Seekuh. Was zum Teufel ist eine Seekuh? Die Seekuh ist ein Meeressäuger. Sie ernährt sich von Seegras und anderen Pflanzen in seichten Gewässern. Sie ist zwischen 2,65 Meter und 3 Meter lang und wiegt an die 450 Kilo. Das klingt nicht besonders mörderisch. Hört sich echt nach einer schwimmenden Kuh an. Versuche einer Seekuh das Gras aus dem Maul zu holen, dann siehst du, wie mörderisch sie sein kann. Seekühe kommen auch nochmal zurück in Tales of Monkey Island. Wozu brauchen Sie eine mechanische Seekuh? Tja, normalerweise zur Unterhaltung meiner Kunden. Aber im Moment haben wir eine kleine Werbeaktion. Wem es gelingt, sich in der höchsten Stufe auf der Seekuh zu halten, dem winkt ein Planet 3-Punkt-Schein für ein echtes Affenkrug-Menü. Das brauchen wir. Ich würde gern mein Glück auf dieser komischen Seekuh versuchen. Alles klar. Zeig, was du drauf hast. So, ich weiß nicht mehr, ob das ein Minispiel okay. war oder ob wir da ein ich Item mit brauchen. Der Stufe Bettnässer an. Doch, ich glaube... Das sollte für einen kräftigen jungen Mann wie dich kein Problem sein. Ich glaube, ich weiß, was man Bist braucht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh.
Krawum. Sieht aus, als hätte dir meine alte Seekuh gezeigt, wo der Hammer hängt. Bettnässer. Wie er sich freut. So, Chad, Vorsicht. Ich glaube nämlich, hier brauchen wir... Ich will die Kunden nicht erschrecken. Kleber. Boah, das sieht fast so übel aus, wie es schmeckt. Ich weiß nicht, ob man das dafür schon benutzen kann. Also wir brauchen irgendeinen Kleber. Kann ich das damit benutzen? Ungeheuerlich. Nee. Weil wir müssen ja dafür sorgen, dass wir nicht runterfallen können. So, jetzt haben wir hier eigentlich erstmal alles erkundet. Für den Planet Threepwood brauchen wir den Gutschein, um an den Affenkrug zu kommen. Im Star Buccaneers bräuchten wir Geld, um uns überhaupt was zu bestellen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir das unbedingt müssen. Der Hut ist wahrscheinlich auf dem Atoll. Affenkrug-Hut. Was war es denn noch, Chat? Ich habe irgendwas vergessen. Ach, die goldene Statue ist Teil von dem Wettbewerb. Das ist also alles nicht mehr hier. So, dann gucken wir uns doch mal den Rest von der Insel an. Was ist das? Genau. Das ist, glaube ich, auch ein ganzes Minispiel, ey. So einem Ding habe ich mir meine Finger beim Runterfallen Wahnsinn. Gebrochen. Netter Sprung. Danke, mein Freund. Ich fürchte allerdings, dass mich mein Können in letzter Zeit etwas verlassen hat. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Puh, das war einer der 37 besten Plankensprünge, die ich je gesehen habe. Und wer sind Sie, dass Sie es wagen, einen alternden Plankenspringer zu demütigen? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ah, ein Pirat. Heutzutage trifft man auf Jambalaya nur noch wenige echte Piraten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Tja, Mr. mächtiger Pirat. Ich heiße Marco de Pollo. Ich bin der größte Plankensprenger der Welt. Marco de Pollo. Ich habe wieder vergessen, wie er eigentlich heißt. De Pollo. Sind Sie wirklich der größte Taucher der Welt? Ja, ich suche seit Jahren auf der ganzen Welt einen Plankenspringer, der mich schlagen kann. Ohne Erfolg. Wie traurig. Was machen Sie auf Jambalaya Island? Ah, das ist eine interessante Geschichte. Ist es eine kurze Geschichte? Vor etwa einem Jahr gab ich die Hoffnung auf, jemals einen würdigen Kontrahenten zu finden und wollte meine Badehose schon an den Nagel hängen. In dieser kritischen Zeit machte mir Senior Ozzy Mandrill ein verlockendes Angebot. Bin ich alt genug, um mir das anzuhören? Er erzählte mir, dass er im Moment die größte künstliche Plankensprungplattform der Welt baut. Und bereit wäre, dem weltbesten Plankenspringer obszöne Summen zu zahlen, wenn dieser für ihn arbeiten würde. Da ich mich ohnehin zur Ruhe setzen wollte, dachte ich mir, warum sollte ich meinen Ruhestand nicht auf einer luxuriösen Ferieninsel genießen? Das klingt vernünftig. Abgesehen davon besteht hier immer die Möglichkeit, dass sich jemand findet, der es mit mir aufnehmen kann. Ja, das glaube ich, Love Paranoia. Ich habe mir auch schon mehrfach Sachen gebrochen und es ist nicht schön. Und? Hat sich Ihre Zusammenarbeit mit Ozzy Mandrill als Herausforderung erwiesen? Leider nein. Aber wenigstens schwimme ich jetzt im Geld. Ich suche die Teile der ultimativen Beleidigung. Was geht mich das an? So, dann bei ihm ist der goldene Mann relevant. Ein Teil ist irgendein goldener Mann. Was für ein Zufall. Der WM-Pokal im Plankenspringen sieht aus wie ein goldener Mann. Er steht drüben am Richtertisch. Vermutlich können Sie mir bei der ultimativen Beleidigung auch nicht weiterhelfen, was? Vermutlich. Wir haben jetzt nochmal die Bestätigung, dass es tatsächlich hier ist. Wie sind Sie eigentlich zum Plankenspringen gekommen? Ah, das ist eine Geschichte voller Melancholie. Sind Sie sicher, dass Sie sie hören möchten? Soll das ein Witz sein? Ich liebe Geschichten voller Melancholie. Nicht schlecht.
Es fing mit meinem Vater, dem Grafen Francisco Alvarez de Pollo, an. Er war ein verschrobener und exzentrischer Mann. In einem seiner sogenannten lichten Momente taufte er seinen einzigen Sohn Marco, sehr zur Bestürzung seiner Frau und der gesamten Familie. Warum die ganze Aufregung? Ich nehme an, Sie waren noch nie in einem öffentlichen Schwimmbad. Das haben Piraten nicht nötig. Dann erlauben Sie, dass ich etwas weiter aushole. Im zarten Alter von 6 Jahren hatte ich meine erste Schwimmstunde. Oh, ich war so glücklich. Ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser. Plötzlich rief jemand meinen Namen. Marco! Ich wandte mich um zu sehen, wer mich gerufen hatte, als plötzlich das gesamte Schwimmbad antwortete. Pollo! Ich verstand die Welt nicht mehr. Warum riefen alle auf diese demütigende Art und Weise meinen Namen? Warum ignorierten sie, dass ich offensichtlich unter den Schreien litt? Ich wollte, dass sie damit aufhören, aber sie riefen immer wieder meinen Namen. Marco! Pollo! Als ich die Hänseleien nicht mehr ertrug, stieg ich auf das höchste Sprungbrett und sprang genau in die spottende Menge. Als ich mit einem lauten Platschen im Becken aufschlug, wich der höhnische Gesang meiner Klassenkameraden tröstlichen Angstschreien. Was für eine schreckliche Geschichte. Ja, aber wenigstens entwickelte sich aus diesem Kindheitstrauma eine einzigartige Karriere. Was eine Story. Lucreatia, dankeschön. Lucreatia. Ich will immer Lucretia sagen. Wegen Final Fantasy. Ist das die Hintergrundgeschichte eines Schurken? Naja, so ähnlich. Aber es ist schon eine sehr dumme Geschichte. Also kann an diesem Wettkampf jeder teilnehmen? Wohl kaum. Wenn ich aber gegen eine wichtige jeden Information Idioten antreten für uns. Müsste, der sich den WM-Pokal aus purem Gold unter den Nagel reißen möchte, würde ich rund um die Uhr springen. Oh, und gegen wen treten Sie dann an? Die Sprungrichter da drüben sind fantastisch. Sie trennen die Angeber sofort von ernsthaften Springern. Ich würde gerne gegen Sie antreten. Sie möchten springen. Gegen mich? Danke, mein kleiner Freund. Dank Ihrer Hilfe kann ich endlich wieder lachen. Was ist daran so komisch? Sie meinen das doch nicht etwa ernst? So ernst wie Skorbut, Springbubi. Es ist dumm, mich herauszufordern, Mr. Threepwood. Ich bin der beste Plankenspringer der Welt. Der zweitbeste. Nun gut, der Federhandschuh ist geworfen. Ich gehe davon aus, dass Sie von den Sprungrichtern bereits zugelassen wurden. Zugelassen? Sehe ich aus wie ein Clown, der sich von jedem dahergelaufenen Aufschneider herausfordern lässt? Ja. Wenn Sie springen wollen, gehen Sie zu den Sprungrichtern und holen Sie sich Ihre Zulassung. Da fällt mir ein, dass ich verabredet bin. Adios. Ribea Robbenbabyöl. Ich nehme an, dass dieses Öl für Robbenbabys ist und nicht... Finger weg von diesem Öl. Das war höllisch teuer. Mist, wie kommen wir da ran? Ein Umkleidezelt. Das hebe ich nicht auf. Schwimmklamotten. Jawohl. Oh. Ribea Robbenbabyöl. Ich sagte, Finger weg! Konnte man ihn denn hier ablenken? Haben wir irgendwas, um ihn abzulenken? Hier, wie wär's mit diesem Bagelklumpen? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Oder einer schönen Tasse. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Springen Sie immer noch, um den Stimmen der spottenden Kinder zu entfliehen? Oh nein! Heute geht es mir nur noch um den Sieg und dicke Schecks. Die Tatsache, dass dies Balsam für meine permanent angeschlagene Psyche ist, betrachte ich als angenehmen Nebeneffekt. Das ist gut. Ich fände es schrecklich, wenn hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehen würde. Ich wäre dann soweit. Aha! Die Richter haben Sie also tatsächlich zugelassen? Nope. Nein. Dann sind sie auch nicht so weit. Da fällt mir ein. Gehen wir mal zu den Richtern, wa? Ich weiß aber nicht, ob wir hier schon alles haben, was man braucht.
Eine goldene Trophäe, die ein Mann in klassischer Arme-über-Kopf-Tauchpose darstellt. Tut mir leid, aber das ist der Pokal für den neuen Weltmeister im Plankenspringen. Ach du Scheiße, haben die dem echt den klischeehaftesten Akzent gegeben? Verzeihung? Hey, Kleiner, was ist? Oh Gott, dieses Charaktermodell. Netter Pokal. Nicht schlecht, was? Er wird dem neuen Weltmeister im Plankenspringen überleiten. Oh mein Gott, wirklich? No. Was ist denn hier los? Wie sind die Lichter der Plankensprung-Weltmeister von Jambalaya Island? Aber leider kann jeder Idiot am Wettkampf teilnehmen. Hey, sei nicht immer so negativ, Mann. Oh, wie der redet. Kann ich mir den Pokal einmal näher ansehen? Soll das ein Witz sein? Oh, nur die Gewinner der Weltmeisterschaft im Plankenspringen dürfen den Pokal berühren. Ich würde gerne versuchen, den Pokal zu gewinnen. Sie und Dutzend andere Goldgierige möchte gern. Wenn du springen möchtest, müssen wir dich vorher untersuchen. Warum? Wir könnten auf Schadensersatz verklagt werden, wenn wir körperlich schwächlichen Angebern die Teilnahme gestatten. Wenn du jetzt Gott, bitte hinter den Tisch klettern würdest. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Ambitioniert. Lucky Tricks, meinst du den Ausguck? Ich glaube nicht, dass okay. der das sein soll. Sag mir, wenn es weh tut. Ja. Oder meinst du jemand anderen? Erstaunlich, was man mit einem Tacker alles anstellen kann. Wie dem auch sei, du hast den Test bestanden. Wirklich? Tun Sie nicht so überrascht. Nur eine vom Hals abwärts gelähmte Großmutter würde ihn nicht bestehen. Hier ist dein Zertifikat. Du darfst oh Gott, uns servieren und jederzeit herausfordern. Hier steht, dass mir allgemein bestätigt wird, dass ich körperlich fit bin, um an jedem Tauchwettbewerb des Drei-Inselreichs teilzunehmen. Nice. Entschuldigen Sie? Oh, was gibt es, kleiner Taucherfreund? Ich suche die ultimative Beleidigung. Das klingt nach riesigem Ärger, Kleiner. Und ich habe nicht die geringste Lust, mich da hineinziehen zu lassen. Na gut. Bis später. Du hast es verstanden. Woo! Ich würde mir eigentlich gerne mal... Würde gerne mal ein bisschen wieder im Englischen klingen. Verzeihung. Was? Okay, den kann man... Ich fürchte, ich muss sie mit ihrer Verdrossenheit alleine lassen. Mir egal. Den kann man allen nur das Gleiche sagen. Weißt du, dass wir das Babyöl noch brauchen? Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Sein Mund 3 Meter groß. Ja, das sieht wirklich creepy aus, ne? Ich wäre dann soweit. Aha. Die Richter haben Sie also tatsächlich zugelassen? Ja. Sicher? Überzeugen Sie sich selbst. Animation. Warum sind die Animationen so komisch, Chat? Ich habe schon vom Hals abwärts gelähmte Großmütter mit besseren Nerven. Man konnte doch damals schon besser animieren. Ich kann es kaum erwarten, Ihnen eine Lektion zu erteilen. Bereiten Sie sich auf Ihre Niederlage vor, Mr. Threepwood. Marco De Pollio versucht eine schwingendes Schwert, Heelhole, schwingendes Schwert, Kombination. Ich bitte um absolute Ruhe für seinen Sprung. Ja, man kann das selber auch irgendwie machen. Oh, oh. Aber wir konnten jetzt gar nicht Marco Polo rufen. Die Planke gehört Ihnen, Mr. Threepwood. Oh Gott. Ist auf jeden Fall wichtig, dass man das so lange zeigt. Mhm. Ja, auch wie er gerade zugeht und nicht in die Kurve. Ja, wunderbar. Okay, jetzt ist er umgedreht. Das ist ein ganz schön hoher Turm. Das ist aber, also hier sieht es wirklich cool aus. Diese Perspektive finde ich echt ganz cool. Huch. Verdammt.
verdammt. Ich war gar nicht schlecht, oder? Ich frage mich, was das alles soll. Der Siegel und amtierender Weltmeister im Plankenspringen heißt Malco de Pollo. Eieiei, okay, da fehlen uns noch einige Sachen. Ich glaube zum einen das Öl, bei dem ich immer noch nicht weiß, wie ich rankomme. Und ich weiß, dass man ihm auch hinterherrufen kann. Ich weiß nur nicht mehr wie. Und man muss halt auch die Sachen nachmachen, die er macht. Verzeihung. Was? Was war mit meinem letzten Sprung nicht in Ordnung? Er war schlecht. Geht es etwas genauer? Nein. Dankeschön. Warum geben Sie mir so niedrige Noten? Das ist nicht persönlich gemeint. Aber ich muss eine teure rothaarige Frau, zwei teure rothaarige Kinder und einen teuren rothaarigen Hund ernähren. Können Sie mir folgen? Nicht wirklich. Dann lassen Sie es mich anders versuchen. Mr. Mandrill zahlt mir ein Schweinegeld dafür, dass dieser Mr. De Pollo immer gewinnt. Wie er das auch offen zugibt. Was immer dieser Mandrill Ihnen gibt, ich zahle das Doppelte. Ich bin gerührt, Junior. Aber es ist doch offensichtlich, dass Sie keine zwei Groschen besitzen. Geschweige denn die Mittel, um einer rothaarigen Frau ihren gewohnten Lebensstandard zu finanzieren. An manchen Stellen ist der Humor echt komisch. Ich würde jetzt gerne springen. Sagen Sie das jemandem, den es interessiert. Zum Beispiel Marco de Pollo da drüben. Ich fürchte, ich muss sie mit ihrer Verdrossenheit alleine lassen. Mir egal. Irgendwas, das wir ihm geben können? Zum Beispiel eine wunderschöne Karikatur? Verzeihung. Ja, Glashüpfel? Einer der Richter ist bestechlich. Einer der Richter ist bestechlich. Oh, das ist eine außerordentlich schwere Anschuldigung, du kleine Makrele. Kannst du das beweisen? Er hat es mir selbst erzählt. Ist hier irgendjemand dafür bestechlich? Dafür entschuldigen, dass ihr so viel von diesem Nein, Akzent niemals, Mann. Was war schlecht an meinem letzten Sprung? Bei einem perfekten Sprung hinterlässt der Tauchel auf dem Wasser keine Spuren. Wenn du deine Sprünge verbessern möchtest, arbeite an der Tauchphase. Möchten Sie etwa andeuten, dass ich beim Eintauchen zu sehr spritze? Ja, du brauchst einen aerodynamischen Körper. Wie ein Schwertfisch zum Beispiel. Fische sind aerodynamisch? Aloha, glaube, hat möge dein Leben großartig und selbst? Deine Splitzel klein sein. Mit dem Hippie-Richter sprechen. So. Entschuldigen Sie? Oh, was gibt es, kleiner Taucherfreund? Was war falsch an meinem letzten Sprung? Du hattest einfach nicht die Geschmeidigkeit von De Pollo, Mann. Das heißt? Hey, du musst mit De Pollo mithalten, wenn du hier gewinnen willst. Aber wie? Oh, im Plankenspringen der Männer sind grundsätzlich 4 Sprungklassen erlaubt. Nun, zunächst einmal gibt es den Keelhole. Das ist ein eleganter Sprung mit dem Gesicht nach oben. Keelhole oben. Verstanden. Dann gibt es den Mann im Rumpfass. Hierbei handelt es sich um einen Salto, bei dem das Kinn nach unten an die Brust gedrückt wird. Ich mag der, dass er dabei so redet. Unten. Alles klar. Der dritte Sprung ist ein schwingendes Schwert. Das ist ein gefährlicher, rechtsdrehender Vertikalsprung. Schwingendes Schwert, rechts, okay. Schließlich gibt es noch das Alpha-Äffchen. Einen waghalsigen Sprung, bei dem man immer mit der linken Hand beginnt. Alpha-Äffchen, links, gut. Okay, Bruder. Achte darauf, welche Sprünge De Pollo macht und versuche sie zu imitieren. Sein letzter Sprung war zum Beispiel ein schwingendes Schwert. Kielhol, schwingendes Schwert. Kombination. Wenn du ihn also überbieten möchtest, lehnst du dich nach... rechts, oben... und weiter nicht. Na gut. Bis später. Du hast also den einen müssen wir, glaube ich, wirklich bestechen. Bei dem anderen brauchen wir irgendwie den Hut oder irgendwas mit
den Haaren müssen wir machen, damit wir da spitzer zugehen, so wie DePoyo auch. Und er erzählt uns das mit den Sprungsorten. Aber hier habe ich auch das Gefühl, wir müssen ihn noch ablenken, um ans Robbenbabyöl zu kommen. Und ich weiß, dass man auch noch ihm hinterherrufen kann. Oder die Leute rufen ihn am Ende hinterher, ich weiß es nicht mehr. Ich gehe erstmal weiter. Hier, ja, ja. Stans Timesharing. Stans Schreibtisch steht draußen. Das ist aber nicht gut für die Politur. Beim heiligen Affen, das ist Stan. Was macht der denn hier? Stans neues Gebäude sieht ganz schön festlich aus. Marketingmaterial zum Thema Timesharing. Wie ich sehe, hast du unsere Broschüren bereits bemerkt. Nimm eine. Sie sind gratis. Tja, so bin ich. Ich verschenke das Zeug einfach. Hey, ein Bild von dem griesgrämigen Tauchrichter. Aber die Blonde da ist auf jeden Fall nicht seine nette rothaarige Frau. Okay, ich glaube, das mit dem Bestechen hat sich gerade erledigt. Stan, bist du das? Hey, wenn das nicht mein alter Freund, Bob ist. Guybrush. Natürlich, natürlich. Erzähl mir von diesen Broschüren. Tu dir selbst einen Gefallen und lies sie. Sie sind mit fantastischen Informationen zu Stans Timesharing-Angeboten vollgestopft. Ich dachte, du verhökerst Lebensversicherungen. Das hat sich totgelaufen. Verstehst du? Totgelaufen. Im Ernst, mit Versicherungen ist heute nichts mehr zu verdienen. Warum? Alle meine Klienten kamen nach ihrem Tod als Geister wieder, um die Versicherungssumme einzusacken. Tja, man muss flexibel sein, Junge, wenn du verstehst, was ich meine. Timesharing ist das Geschäft der Zukunft. Was ist mit der Hemdtextur? Das ist, eigentlich zieht sich das durchs gesamte Spiel, Pazifist. Also durch die gesamte Reihe. Er hat immer dieses Karo-Muster, das aber sich quasi nicht mitbewegt, sondern es hat immer dieses ganz komische Ding. Ich weiß nicht, wie ich diesen Effekt nennen soll. Warum steht dein Schreibtisch im Freien? Ah, es ist ein wunderbarer Tag. Wie könnte ich an einem Tag wie diesem im Haus arbeiten? Warum bist du wirklich hier draußen? Nur, ein kleines Ungezieferproblem. Das Problem ist zwar klein, dafür ist das Ungeziefer, ehrlich gesagt, ziemlich groß. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich werde mich sofort darum kümmern. Das ist nur ein unbedeutender Nachteil. Wichtig ist doch nur, dass die Timesharing-Einheiten rechtlich praktisch ungezieferfrei sind. Du verhökerst jetzt Grundstücke? Timesharing-Objekte, mein guter Mann. Suchst du nach einer Zweitwohnung, nach einer Geldanlage, nach einem kleinen Nebenverdienst? Du kannst aufhören zu suchen. Du kannst es dir nicht leisten, diese einmalige Gelegenheit nicht zu ergreifen. Und in den nächsten 24 Stunden bekommst du ein kostenloses Menü und einen Affenkrug im Planet Threepwood. Du musst dir nur mein Angebot anhören. Ein Krug pro Kunde, nur solange der Vorrat reicht. Nicht gültig im Staat Wyoming. Also seine Animation? Ist gar nicht verkehrt. Her mit dem Angebot. Ein kluger Entschluss, mein Freund. Du wirst mir dankbar sein, wenn ich dir dieses attraktive Angebot vorgestellt habe. Bleib doch hier. Das Verkaufsgespräch dauert höchstens 3 Stunden. Hä? Du wirst begeistert sein von dem, was du gleich zu hören bekommst. Was ist heutzutage die beste Anlageform für dein sauer verdientes Geld? Aktien? Nein, zu riskant. Termingeschäfte mit Entenfutter? Nein, Enten sterben zu früh. Porzellanfiguren? 2 Stunden und 57 Minuten später. Also, wer wäre da nicht bereit zu investieren, hä? Hey, wach auf! Oh, du musst eingenickt sein, Kumpel. Tut mir leid. Hey, nicht mit mir. Ich lasse mir diese einzigartige Gelegenheit auf keinen Fall entgehen. Komm wieder, wenn dich mein Angebot wirklich interessiert. Du weißt, wo du mich findest. Hast du schon mal was von der ultimativen Beleidigung gehört? Warum? Suchst du eine? Ja! Weißt du, wo ich sie finde? Im Moment nicht, aber vielleicht sollte ich welche besorgen, wenn sich die Bestellung lohnt. Wie viele Einheiten, denkst du, könnte ich absetzen? Vergiss es. Arbeitest du für Ozymandrel? Ozymandrel? Soll ich dir was über Ozymandrel erzählen, Kleiner? Ozymandrel hat keine Ahnung, was es heißt, ein echter Unternehmer zu sein. So. Er kennt weder die Kunst des Feilschens, noch die Begeisterung über einen Geschäftsabschluss, noch die Trauer über einen verlorenen Kunden. Alles, was Ozzy will, sind geordnete Reihen von Zombies, die sich um seinen vorgefertigten, überteuerten und sinnlosen Plunder reißen. Wo bleibt dabei der Spaß, Junge? Was ist mit der Liebe? Er ist nicht an dich herangetreten. Nicht mal für ein Vorstellungsgespräch. Ich muss dann los. Du solltest nicht zu lange warten. Mein Angebot gilt nicht ewig.
Das nenne ich einen schönen Strand. Wenn du findest, dass es dir jetzt gut geht, stell dir vor, wie gut es dir mit 3 Dutzend Timesharing-Ferienbungalows gehen würde. Und das soll eine Verbesserung sein? Abwechslung, mein Sohn. Das gibt deinem Leben die richtige Würze. Ein leerer Strand ist ungefähr so aufregend wie ein leeres Bett, wenn du weißt, was ich meine. Nicht wirklich. Hier muss ich auch sagen, ich finde, das sieht super aus. Das haben sie richtig gut getroffen. Können wir hier rein? Stans neues Gebäude sieht ganz schön festlich aus. Stans neues Gebäude. Nee. Oh, nein, Leim. Leimtopf. Chat, eines unserer Rätsel. Huhu, Kleber. Hyperkleister. Schütteln ist sinnlos, denn den wirst du nie los. Klingt nach einem höllisch starken Kleister. Ja, damit können wir doch schon eins unserer Rätsel lösen. Das machen wir direkt mal. Direkt mal zu Seku. Wer hat Angst vor einer Seekuh? Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht noch einen Pinsel oder so. Was hier fehlt, ist etwas Kleister. Voilà, ein Kleistersee. So, jetzt machen wir das nochmal. Dieser Sattel ist genauso... Hey, Barkeeper, lass die Seekuh kreisen. Okay, ich fange mit der Stufe Bettnässer an. Das sollte für einen kräftigen jungen Mann wie dich kein Problem sein. Bist du bereit? Meinetwegen kann's losgehen. Juhu! Nicht übel. Okay, wir steigern den Schwierigkeitsgrad etwas. Das ist die höchste Stufe. Ach, da geht doch noch was. 2 Stunden später. Oh, war ja. Yippie! Gib mir die Sporen, Seekowboy! Ist es vorbei? Fast! 1! Du hast es geschafft! Dann muss ich dieses Affenkot-Menü echt verdienen. Oh mein Gott. Ganz langsam. Ich dachte, du würdest spätestens bei der Stufe Extremgrasen absteigen. Aber du hast es geschafft. Damit bist du in einem erlesenen Kreis, mein Freund. Nur wenige Männer haben den Ritt auf der mörderischen Seekuh überlebt. Komm an die Bar, Partner. Dort bekommst du deinen Affenkrug-Verzehrgutschein. Hier, viel Spaß mit dem Preis. Dankeschön. Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie in allen Planet Threepwood Restaurants ein, Klammer auf 1, Klammer zu, Silber-Affenkrug-Menü, gültig bis 12.25, kann nicht in Verbindung mit anderen Verzehrgutscheinen eingelöst werden. Mitarbeiter und Sklaven des Planet Threepwood sind nicht teilnahmeberechtigt. Änderungen vorbehalten, nerven Sie uns also nicht, wenn sich was ändert. Da holen wir uns doch dann direkt mal einen Teil von der ultimativen Beleidigung ab. Und dann können wir zumindest schon den einen Seeräuberfrühstück für die ganze Familie zu einem bestechen. Preis suchen. Also der sowieso, bei dem wir sowieso wissen, dass der nicht koscher ist. So, Bedienung. Wo ist es? Nee, das ist der Taucherschein. Here we go. Wo ist die Bedienung jetzt hin? Den muss ich vorzeigen, wenn ich etwas zu essen bestellt habe. Ach so. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Ich bin heute Nachmittag Ihre Kellnerin. Der Gutschein gilt sogar noch 3,5 Jahre. Ja, meinen Sie damit den 12. Monat im Jahr 2025 oder den 25.12.? Ich würde dann gerne bestellen. Was soll's denn sein? Den Lobster an der Chuck? Nee, wieso kann ich denn hier nicht? Ich sollte vielleicht noch... Rufen Sie mich, wenn...
Verzeihung? Hi, ich bin Elena. Was soll's? Oder bestellt man sich das dann im Affenkrug-Menü, ja, ne? Eigentlich ist egal, was ich hier nehme. Guybrushs mächtiger Piratenburger klingt gut. Das dachte ich auch mal. Und zu trinken? Lagos Limo, bitte. Eine gute Wahl, Sir. Und wie möchten Sie bezahlen? Wie wär's mit diesem Affenkrug-Verzehrgutschein? So. Ausgezeichnet, Sir. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir wegen der unerwartet hohen Nachfrage Kunden mit Coupons keine Vorspeisen mehr servieren. Sie erhalten jedoch nach wie vor Ihr Freigetränk im traditionellen Affenkrug. Ich sollte mich wohl hinsetzen. Yay, unser Affenkrug. Schön. Sogar mit zwei Henkeln. Eine silberne Tasse, die ziemlich genau wie ein Affenkopf aussieht. Gruselig. Nach all dem Ärger, den ich hatte, um das Ding zu kriegen, werde ich jetzt auf keinen Fall einfach daraus trinken. Warum nicht? Bitte geben Sie den Affenkrug zurück. Ich wollte das nicht behalten, ehrlich. Was, ich muss den zurückgeben? Irgendwie muss ich das Ding kriegen und ihnen weismachen, dass es noch da ist. Ach so, verstehe, verstehe. Aber muss man da jetzt nicht irgendwie noch... Man muss bestimmt da noch was raufkleben, ne? Ich darf nicht einfach den Starbuccaneers-Ding da hinstellen. Sie sehen ähnlich aus, aber ich glaube nicht, dass die Leute hier so dämlich sind. Goddammit. Weil ich glaube, man kann das dann irgendwie... Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Damit komm ich... Irgendwas klingelt da gerade, Chat. Entschuldigen Sie? Ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb man aus dem Sitzen hier mit dem hier quatschen kann. Sie haben schon eine Karikatur. Werden Sie bitte nicht gierig. Aber ich will ein Bild von mir und dem Affenkrug. Oh, in Ordnung. Mhm. Von mir und dem Affenkrug. Was ist Ihre Lieblingspiratenbeschäftigung? Klang oder Schwert, Schießpulver, verborgener Schatz. Ist das jetzt wichtig? Oh, Schießpulver. Ich liebe den Geruch. Allerdings riecht Schießpulver am späten Nachmittag eher wie ein Topf mit alten Nudeln. Ich versuche daher, meine Schlachten immer vor dem Mittagessen zu schlagen. Wissen Sie, was ich an den Piraten ihre Holzbein und was ist... Holzbein, Augenklappe, Papagei. Ich weiß tatsächlich nicht so ganz, worauf das hinführen soll, solange ich eigentlich nur will, dass wir den Krug nachmachen. Ich finde, wenn man bedenkt, dass die Beine entweder von Haien abgenagt wurden oder einfach abgefault sind, finde ich die Vorstellung allerdings weniger lustig. Wissen Sie, was ich an Piraten... Ich ahne Schreckliches. Was macht Sie können? Ich glaube... Natürlich. Also. Kamin, Hausarbeit, Internet. Ja, keine Ahnung. Ich persönlich lenke mich an den Wochenenden mit Hausarbeit ab. Nein, wirklich. Das ist ziemlich entspannt. Ja. Fertig. Das ist für Sie, Sir. Danke für Ihre Unterstützung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der glücklichsten Insel der Welt. Danke. Seht ihr, er setzt sich auch wieder hin von alleine. Aber wieso haben wir jetzt... Er ließ mich dämlich und wie ein Comic-Idiot aussehen. Mit einem Schatz und einem Papagei auf meiner Schulter schwinge ich eine tote Maus, während ich in einem Fischernetz festsitze. Das ist eine leidlich gute Karikatur von mir mit dem silbernen Affenkrug. Mit einer Pistole und einem Holzbein spüle ich mit einer Hand das Geschirr und wische mit der anderen Hand den Boden. Wenn das von alleine klebt die Karikatur nicht auf dem Krug. Wenn es dunkel und der Betrachter ein Idiot wäre. Wir haben ja Leim. Jetzt kann ich das Ding irgendwo hinkleben. Mann, der Krug sieht wirklich aus wie das Original.
War der Rest einfach egal? Ich bin mir sicher, dass ich das gute Stück eines Tages brauchen kann. Nein, du sollst... So. Gut, dass man es nicht irgendwie noch von Hand ausschneiden musste. So, dankeschön. Er schaut erstaunlich oft zur Kamera. Eine silberne Tasse, die ziemlich genau wie ein Affenkopf aussieht. Gruselig. Okay. Eins von drei Teilen gefunden, Chat. Wir wissen zumindest, obwohl, nee, wo der Hut ist, wissen wir noch gar nicht. Wir wissen nur, wo der Hut fehlt. Ahoi, Matrosen! Setz die Segel und komm! Ich glaube, bei Murray gibt's, glaube ich, gar nicht mehr viel, was man noch machen kann. Ich weiß zumindest, dass ich damals, glaube ich, enttäuscht war, wie wenig, was für eine geringe Rolle Murray spielt in dem Spiel hier. Also ich würde tatsächlich gern direkt mal zu dem einen Juroren gehen und ihm dieses prekäre Material zeigen aus der Timesharing-Branche, bei dem man ihn auch vorne drauf sieht tatsächlich. Ist das nicht die Bedienung aus Planet Threepwood? Nein, steck's nicht wieder weg. Ich brauch's noch. Mit griesgrämigen Richter. Was ist das? Eine Broschüre von Stans Timesharing-Zentrum. Ja, und? Werfen Sie mal einen Blick auf Seite 3. Huch, warten Sie. Huch. Was wollen Sie? Wirklich? Sind wir im Geschäft? Sind wir. Aber glauben Sie mir, es wird Ihnen nichts helfen. DePollio ist zu gut. Ein Anfänger wie Sie hat keine Chance gegen ihn. Okay. Damit haben wir den einen zumindest. Der letzte hat uns ja nur gezeigt, was die Zeichen sind, die richtigen. Und dann müssen wir uns noch irgendwie glitschig machen. Oder konnte man das Roggenöl manipulieren? Hey, da drüben! Ach so, weil er jetzt angefallen wird von Möwen? Wow! Okay. Dann fehlt uns aber immer noch die Aerodynamik. Betrachte mich. Diese kleine Flugratten. Ich will nicht gebissen werden. Du verlauste fliegende Pupsfabrik. Was hat er nur gegen Möwen? Also wie gesagt, ich glaube, hier fehlt uns schon immer noch was, aber das ist schon mal ein Fortschritt. Oder gibt's... Nee, ich wüsste jetzt nicht, womit wir an die Aerodynamik kommen, Chat. Mesdames et Messieurs, Briganten und Dirne. Deswegen würde ich jetzt erstmal mit dem Ruderboot zum Atoll schippern. So. Hui. Ist das Schiff hier eigentlich... Feuer! Oh! Ei! Hierher! Oh Gott, den habe ich schon wieder vergessen. Oh, der Koala. Was zum Teufel? Sind Sie verrückt? Wollen Sie mich umbringen? Verrückt? Ich bin es nicht, sein Hut. Der die Vorschriften und Gesetze des Nattin Atolls auf infame Weise verletzt. Hä? Wie lautet Ihr Name, Matrose? Sein Hut ist so schön aerodynamisch, Chat. Guybrush Threepwood, Sir. Nun, Mr. Threepwood, was führt Sie zum Nattin Atoll? Nattin. Mr. Etepetete. Ich sehe mich nur um, Sir. Sehr gut, wie auch Mr. immer was Threepwood. Anderes sagt. Bevor ich Ihnen die Weiterreise gestatte, haben Sie noch Fragen?
Wieso schießen Sie mit Kanonenkugeln auf unschuldige Piraten? Mr. Threepwood, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nur zwei Sorten von Piraten gibt. Piraten, die blutrünstige Gewalttaten begehen und Piraten, die blutrünstige Gewalttaten planen. Wenn man Letzteren gestattet, sich über einen längeren Zeitraum zusammenzurotten und auszutauschen, verwandeln sie sich in Erstere. Wie war das im Mittelteil? Wer zum Teufel sind Sie? Mein Name ist Ricardo Luigi Pier Mbenga Changnero Ohara Cassava, der Dritte. Aber Sie dürfen mich Admiral Cassava nennen. Wie kommt man an einen Namen wie Ricardo Luigi Pierre Mbenga Changnero Uhara Cassava, der Dritte? Die Familie der Cassava kämpft seit Generationen für die Einhaltung der Gesetze der See. Tja, und in diesem Job wird ständig geheiratet. Und ehe man sich's versieht, kann man sich schon nicht mehr an die hinteren Namen erinnern. Was machen Sie hier? Ich habe die Ehre, Ozymandrils kommerzielle Interessen auf Jambalaya Island zu verteidigen. Aus diesem Grund habe ich den Piratenabschaum von Jambalaya auf das Natin-Atoll verbannt. Dort bleiben sie, bis sie produktive Mitglieder der Gesellschaft geworden sind. Eine Gefängnisinsel. Tja, und wie viele der Piraten von Natin durften schon auf Jambalaya Island zurück? Oh, nur eine Handvoll. Wissen Sie, es ist verdammt schwer, mehr als einen Seeräuber gleichzeitig zu resozialisieren. Aber zum Glück hat Mr. Mandrill einen genialen Plan, wie er alle Halunken gleichzeitig umerziehen kann. Schießen Sie wirklich mit Kanonenkugeln auf jede Gruppe von Piraten, die Sie sehen? Natürlich. Es ist die einzige Möglichkeit, Ihre infernalischen Pläne zu vereiteln. Sogar jetzt kann ich Sie hören. Sie planen schon wieder unerhörte Anschläge auf die rechtschaffenen Bürger von Jambalaya. Wirklich? Ich höre nur ein paar Möwen. Okay. Tja, ich muss dann mal was erledigen. Guter Mann. Vergessen Sie nicht, ich beobachte Sie. Ich beobachte Sie. Ich betrachte Kanonen. Sie sind auf den Strand gerichtet. Aus hier, betrachte Schiff. Ein Schiff von der Stange. Ein Bild von einem Koala-Bären. Offensichtlich die Arbeit von einem entsetzlichen Australier. Okay, wir können auch unsere Items benutzen. Ansonsten können wir nur mit ihm reden. Dieser Kerl sieht ziemlich mürrisch aus. Ach Gott, was hat man denn hier gemacht? Das heißt, wir kommen erstmal gar nicht weiter? Kann ich Ihnen das Ding hier zeigen? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ach, Guybrush. Nee, so richtig Sinn ergibt auch nichts hiervon. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Ich habe mein eigenes Schiff. Außerdem weigere ich mich, mit einem Schiff zu segeln, auf dessen Segel Dankeschön. Ein Koala-Bär ist. Auf der anderen Seite, mein Schiff ist rosa. Ich bin auf der ungemütlichen Seite der Kanone. Wenn ich sie jetzt abfeuere, wäre das nicht besonders gesundheitsförderlich. Verzeihung, Sir? Beeilen Sie sich, Threepwood. Ich kann es mir nicht leisten, einen noch so winzigen Augenblick unachtsam zu sein. Oh, ja, trotzdem. Tja, ich muss dann mal was erledigen. Guter Mann. Vergessen Sie... Das kann ich nicht verwenden. Ich weiß tatsächlich nicht, was man hier gemacht hat, aber ich glaube... Drumrum segeln geht nicht, oder? Doch. Kann man eigentlich einfach drumrum? Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Ich glaube, wenn ich jetzt von hier versuche rumzukommen, lande ich wieder beim Schiff. Ja. Und ich glaube, so rum um die andere Insel geht auch nicht. Oh mein Gott, müssen wir jedes Mal diese Animation angucken. Doof. Na, können wir hier dran vorbei? Ne, doch, wir können dran vorbei. Okay. Oh Gott, gut, dass ich das jetzt nicht abgehakt habe, als wir können da nicht hin. Trockene Baustelle hier. Das hebe ich nicht auf. Das ist mal ein Stimmungswechsel. Richtig, langsam verstehen wir uns. Sprechen wir jetzt über Schadenfreude.
will mir das ja angucken. Weite. Ja, okay, aber du musst bedenken, dass... Krack! Jetzt wirst du aber eigensinnig. Wichtig an der Sache ist doch nur... Wer bist du? Hellbeard? Ich habe noch nie von dir gehört. Natürlich hast du schon von mir gehört. Ich bin der schrecklichste Pirat der Welt. Moment mal, Hellbeard, der Unbeugsame, ist vor über 80 Jahren gestorben. Sehe ich etwa tot aus? Nein, du siehst wie ein Strumpf aus. Wenn du Hellbeard bist, wo warst du dann in den letzten 80 Jahren? Ich, schau, da drüben. Wer bist du? Weißt du zufällig etwas über die ultimative Beleidigung? Leider ja. Mhm. Ich dachte, die andere Puppe wäre Hellbeard. Das hätte er wohl gerne. Du bist erstaunlich gut rasiert für einen Kerl, der Hellbeard heißt. Tja, 80 Jahre unter dem Einfluss der ultimativen Beleidigung hinterlassen eben ihre Spuren. Weißt du noch mehr über die ultimative Beleidigung? Sie hat mein Ego auf dem Gewissen. Reicht das nicht? Hm, auch wieder wahr. Kann ich mit dem Puppenspieler sprechen? Muss das unbedingt sein? Wir versuchen ihn zu schützen. Komm schon, lass mich mit dem Puppenspieler sprechen. Gut, in Ordnung. Aber mach keine schnellen Bewegungen. Ich bin zahm wie ein Delfin-Baby. Sie müssen Hellbeard sein. Oh. Wieso sehen Ihre Puppen aus wie LeChuck und ich? Puppen? Welche Puppen? Hey, Sie sind ein Arm- und Bein-Amputierter, richtig? Richtig, Sir. Sehr gut, Sir. Wenn es hier keine Puppen gibt, was machen Sie dann in einem Puppentheater? Ha, das müssen Sie mir erklären. Sagt er aber nicht. Oder das war gerade ein Bug. Sie sehen nicht wie ein furchterregender Pirat aus. Ich? Ein furchterregender Pirat? Das muss ein Missverständnis sein. Ich tue keiner Fliege etwas zuleide. Aber Sie sind Hellbeard, der Unbeugsame. Sie haben ein ganzes Archipel mit einem Ruderboot und dem Kieferknochen einer Ratte namens Stinky geplündert. Oh Mann, das wäre mir viel zu brutal und abenteuerlich. Ich kann nicht glauben, dass Sie in einem Puppentheater wohnen. Ein bescheidenes Häuschen für einen bescheidenen Mann. Weißt du zufällig etwas über die ultimative Beleidigung? Die ultimative Beleidigung? Oh. Schlimmes PTSD. Kann ich mit der anderen Puppe sprechen? Puppe? Hier gibt es keine Puppenbürstchen. Hier gibt es nur die unbeschreiblichen Schrecken von Hellbeard. Im Ernst, wo ist die andere Puppe? Geht das nicht in deinen läusezerfressenen Schädel, Schiffsjunge? Hier sind keine Puppen. Hier ist nur Hellbeard. Weißt du zufällig etwa... Ultima, nie davon gehört. Aber... Kann ich mit dem Puppenspieler sprechen? Puppenspieler? Komm schon, lass mich mit dem Puppenspieler sprechen. Rede doch mit deiner Hand, du elender Deckschrubber! Na gut. Bis die Tage, Hellbeard. Ich habe die sarkastischen Anführungszeichen gehört, du algenbedeckter Klabautermann! Dann kann man mit denen irgendwas machen? Spielen sicher noch eine Rolle. Jambalaya Island, 3 Kilometer. Schön, dass hier Jambalaya ausgeschildert ist. Keine Tür, nur ein Türrahmen. Kann aber auch nicht. Ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Jemand zu Hause? Noch weiter über. Also die automatisch laufenden Dialoge stehen dem hier irgendwie ein bisschen im Weg, manchmal habe ich das Gefühl. Es wirkt, als ob das Spiel da ein bisschen buggy wird. Oh Gott, ja, die Schule hier. Bei Feuer Alarm betätigen. Was ist denn
das? Ich frage mich, was so eine niedliche alte Dame in so einem schmutzigen Piratennest macht. Entschuldigen Sie, Ma'am. Was kann ich für Sie tun, junger Mann? Das ist ein seltsamer Ort für eine Schule. Das ist keine normale Schule, Herzchen. Das ist das Ossimandrill Resozialisierungszentrum für Piraten. Resozialisierungszentrum. Das ist das gottloseste Verbrechen, von dem ich jemals gehört habe. Na, na, Herzchen. Sie haben es doch noch gar nicht versucht. Ich bin es leid, ein schleimiger Pirat zu sein. Tragen Sie mich ein. Wunderbar. Nehmen Sie bitte einen Moment Platz, bevor Sie sich auf den Weg in eine goldene Zukunft machen. Guten Tag, Klasse. Ich bin Miss Rivers. Ich heiße Sie im Ossimandrill Resozialisierungszentrum für Piraten herzlich willkommen. Die Akademie ist ein Tochterunternehmen der Ossimandrill Enterprises. Indem Sie durch diese Tür gegangen sind, haben Sie bereits einen mutigen Schritt auf Ihrer langen Reise gewagt. Eine Reise, die aus säbelrasselnden Piraten gesunde, normale und vor allem produktive Mitglieder der Gesellschaft machen wird. Und warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Weil wir keine andere Wahl hatten? Nein, Herzchen. Ihr seid hier, weil ihr ekelhafte Piraten seid, die es verdienen, in der Gosse zu enden und wie räudige Köter erschossen zu werden. Auweia. So. In den nächsten Stunden werden wir nun gemeinsam versuchen, ihre gesellschaftsfeindlichen, piratischen Abwehrmechanismen durch akzeptable und vermarktbare Verhaltensweisen zu ersetzen. Das könnte eine Weile dauern. Warum kommen Sie nicht später wieder? Sprechen wir zuerst offen über das Plündern. Den Gag macht das Spiel ein bisschen zu und oft. Und deshalb ist Kielholen so schlecht. Gut mitgedacht, Janja. Aber ich habe nichts dagegen. Nicht spucken. Kommen wir nun zur Abschlussprüfung. Ich stelle Ihnen drei Fragen, die 90% Ihrer Note ausmachen. Das klingt unfair. Komm mir nicht so, Schlaumeier. Tut mir leid, Ma'am. Ein schmieriger Fremder bietet Ihnen einen Grog an. Was tun Sie? Ich lehne sein Angebot freundlich, aber bestimmt ab. Und Guybrush? Ja, Miss Rivers? Nach einem heftigen Grog-Gelage macht sich Ihr 24-jähriger Freund über Ihre Frisur lustig. Wie reagieren Sie? Ich nehme meinen Freund beiseite und erkläre ihm, wie tief mich sein Spott persönlich verletzt. Ich schlage mit einem Haiku über seinen aufdringlichen Körpergeruch zurück. Ich lache wie alle anderen in mich hinein. Ich rasiere so einen dämlichen Schädel mit einem rostigen Rasiermesser und brülle, was passt dir an meiner Frisur nicht, Kojak? Ich muss auf die Toilette. Also ich will Ihnen das schon sagen hören, Chad. Ich rasiere seinen dämlichen Schädel mit einem rostigen Rasiermesser und brülle, was passt dir an meiner Frisur nicht, Kojak? Oh nein, das ist falsch. Ach, schade. Wer ist Kojak? Miss Rivers, ich finde, Guybrush braucht eine kurze Pause. Und Mangel. Ja? Kautabak, Ma'am. Haben Sie genug für alle hier? Natürlich, ja. Tja, das ist genau der Punkt, junger Mann. In diesem Klassenzimmer sind Piratenartikel untersagt. Geben Sie her. Tut mir leid, Ma'am. Oh, boy. Und Mangel? Ja, Ma'am? Ihr Kapitän hat sich entschlossen, Kurs auf das Teufelsdreieck zu nehmen. Wie reagieren Sie? Ich informiere den Kapitän über meine Befürchtungen und hoffe, dass er mir zuhört. Gut, okay. Zweite Frage. Guybrush. Ja? Hä? Ich habe die Frage nicht gehört. Also hier sind ein paar Bugs drin, habe ich das Gefühl. Ich hatte schon ab und zu mal so bemerkt, dass bestimmte Dialoge scheinbar fehlen. Ich nutze die offensichtliche Verwirrung, erledige beide Kontrahenten mit meinem Schwert und raube ihr Gold. Bitte? Boah. Mangel. Ja, Ma'am. Bei der Lektüre einer Gedichtsammlung in der Bibliothek fällt eine Schatzkarte aus dem Buch. Wie reagieren Sie? Ich mache zur Sicherheit eine Kopie. Mhm. Und Janja? Ja, Miss Rivers?
Mangel, ein Angehöriger des anderen Geschlechts weist ihre Avancen zurück. Wie gehen Sie damit um? Ich schreibe einen obszönen Limerick über die Schlampe an die Klotür. Interessant. Jetzt Sie, Yang Yang. Ja, Ma'am. Und schließlich was Mr. Freeboot. Ja? Ihr Tofu-Burger wird durchgebraten serviert, obwohl Sie ausdrücklich einen blutigen Burger bestellt hatten. Wie reagieren Sie? Ich hänge den Chefkoch an seinen Nieren auf. Schon das, was ich gerne sagen würde. Ich mache das Restaurant dem Erdboden gleich und hänge den Chefkoch an seinen Nieren auf. Grundgütiger. Miss Rivers, Guybrush ruiniert meine Lernbegeisterung. Ich habe Ihre Leistungen addiert und muss sagen, dass ich sehr unzufrieden bin. Mangel, ich fürchte, Sie haben nicht bestanden. Sie haben das Herz am richtigen Fleck, Kleiner. Aber Ihr Hirn liegt an einem eiskalten und dunklen Ort voller Spinnen. Was das ist für eine harte Beleidigung. Dass Sie der dümmste Schüler sind, den ich kenne. Ich hatte schon Ohrenschmalz, das intelligenter war als Sie. Da fehlte auch wieder was. Und um sicherzustellen, dass Sie diese Schule nie wieder betreten. Und um Sie für den Rest Ihres hoffnungslosen Lebens zu zeichnen, setze ich Ihnen diese Narrenkappe auf Ihren sturen Piratenschädel. Eine sehr aerodynamische Narrenkappe. Ich hoffe, dass die Demütigung schafft, woran die Erziehung gescheitert ist. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Klassenzimmer und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Ja, ich mag ein Narr sein, aber wenigstens bin ich ein mächtiger Piratennarr. Nicht die Narrenkappe. Nein, ich will da nicht wieder rein. Guybrush. Obwohl, vielleicht können wir uns ein bisschen umgucken. Das ist eine der umstrittenen neuen kugelförmigen Weltkarten. Also sind ein paar gute Gags hier drin. Jemand hat auf das Schild gespuckt. Wie sieht denn die Leseauswahl aus? Captain Blutbart wird rasiert. Seeräuber Jörg gibt den Löffel ab. Die kleine Galeone. Schneewittchen und die sieben Brigatten. Wundert mich, dass sie nicht das Nesthäkchen haben. Hier müssen die bösen Piraten in der Ecke sitzen. Wenn ich nicht lesen könnte, wie könnte ich mich dann an dieses Schild halten? Füße? Was steht da? Füße abtreten? Einfach nur ja, ne? Oh, Geschenke! Oh, Mr. Freeboot, wir wollen doch nicht mit dem alten Piratenspielzeug herumspielen, nicht wahr? Oh, Geschenke! Mr. Freeboot, ich sagte, Finger weg! Oh, Geschenke! Zwingen Sie mich nicht zu Ihnen zu kommen, Mr. Freeboot! Oh, Geschenke! Zwingen Sie mich... Ach, schade, ich dachte, es geht immer weiter. Ziemlich kleine Schreibtische. Da wurde wohl eine Angela-Augenklappe-Puppe beschlagnahmt. Lernen ist gut. Sie erinnert mich an meine Oma, meine liebe, alte, manisch-depressive, die Nachbarn verängstigende Großmama. A, B, C, D, E, F, Z. K, A, T, Z, E, H, U, N, D, S, K, O, R, B, U, T. Fluchen verboten. Miss Rivers? Ja, Mr. Threepwood? Warum bekomme ich kein Resozialisierungszertifikat? Ohne Umschulung kein Zertifikat, Mr. Threepwood. Oh. Wie heißt du mit Vornamen, Schätzchen? Warum kann man Versuchen das Sie nicht, mich anzumachen, Mister. Ich bin hier, um einen konfiszierten Gegenstand abzuholen. Aber ich habe nichts von Ihnen konfisziert, Kleiner. Ich soll es für einen Freund abholen. Tut mir leid, aber die Besitzer konfiszierter Gegenstände müssen ihr Eigentum persönlich abholen. Verdammt! Und passen Sie auf, was Sie sagen, Kleiner. Kleiner. Ich würde gerne noch einmal versuchen, ein Resuzi was immer Pirat zu werden. Nein, nein und nochmal nein. Ich habe keine Lust, meine Fähigkeiten an störrischen Piraten wie Ihnen zu vergeuden. Zumindest nicht, solange es Seeräuber gibt, die förmlich um einen Umschulungsplatz betteln. Aber... Gehen Sie jetzt, Mr. Threepwood. Wiedersehen. Ich glaube, wir haben es uns verscherzt. Wie die Tür aufgeht, sieht ja auch mega falsch aus. So, okay, Feueralarm. Dann können wir uns die Sachen aus der Kiste holen.
Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Ein falscher Feueralarm kann Leben kosten. Ich will jetzt schnell rein da. Alles klauen. Betrachte das Gelb-Magazin, Piratenspielkarte, Hotkids Motelschiff. Nein, danke. Ich habe schon so genug schlechte Angewohnheiten. Aha! Können wir uns immer nur eine Sache nehmen? Möchten Sie mich für dumm verkaufen? Raus hier! Ja. Eine süße kleine Pfeife. Was soll daran so piratenmäßig sein? Nein, ich will sie benutzen. Klingt wie ein Papagei. Ich gehe davon aus, dass keine Papageien in der Nähe sind. Ich glaube nämlich, dass man nur die Pfeife braucht. Ich weiß auch gar nicht, ob man den Rest überhaupt holen kann. Aber wir haben jetzt die Narrenkappe. Das ist das Boot, das ich von... Ich dachte ja, man braucht den Hut vom Kapitän da drüben, aber... Geht vielleicht auch so. Guck mal, man kann auch hier ablegen. Aber hier ist dann nichts mehr. Oder? Ist ja ein geheimer Ort? Nee. Nur Strand. Ach, das Boot sieht man jetzt sogar hinten. Das ist ein schönes Detail. So, wir haben jetzt den einen... bestochen. Wir haben die Möglichkeit, aerodynamisch zu werden und wir haben ihn hier manipuliert. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Ich würde gerne... Wirklich? Warum haben Sie... Aber in diesem Fall mache ich natürlich... Marco de Pollo, so, jetzt müssen wir uns merken, was er hier macht. Schwingendes Schwert, Kielhol. Nur schwingendes Schwert, Kielhol? Chat, da fehlt doch gerade eins. Oder bin ich blöd? Die Planke gehört Ihnen, Mr. Threepwood. Er hat gerade nur eins gesagt. Und bei ihm sind auch gar keine Möwen angekommen. Merkwürdig. So, ich muss nochmal... Hier schaue ich einfach mal in die Lösung, um zu gucken, was die... Schwingendes Schwert war rechts und Kielhol war oben, Sie aber ich weiß halt nicht mehr, was das letzte war. Verdammt. Gut. Die Narrenkappe hat wohl funktioniert. Oh, und das ist eine Riesenüberraschung. Okay, steht also nur Marco de Pollo hat wieder gewonnen. Aber warum trachten wir? Ich sagte, Finger weg! Sollen wir das vielleicht auch mit der Pfeife machen? Nein. Der Vogel würde mir das klauen. Ich gehe davon aus, dass keine Papageien in der Nähe sind. Aber dann probieren wir nochmal die Leistung zu verbessern. Ich würde... Nochmal? Ich weiß nicht. Oh, in Ordnung. Vergessen Sie nicht, Sie wollten es nicht anders. Marco de Pollo versucht eine schwingendes Schwert. Alpha-Äffchen, schwingendes Schwert. Okay, schwingendes Schwert, Alpha-Äffchen, schwingendes Schwert. Ich bitte um absolute Stille für seinen Sprung. Rechts, links, rechts. Chat. Rechts, links, rechts. Sie hätten längst aufgeben sollen, Mr. Threepwood.
das hier wieder anziehen. Und jetzt rechts, links, rechts. Plansch. So, cool. Guck mal. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Erpressung. Sieht gut aus. Mann, Jungs, das ist unglaublich. Der Newcomer hat Marco de Pollo geschlagen. Und was jetzt? Hä? Warum bin ich jetzt wieder hier? Chat, ich habe das Gefühl, das Spiel ist jetzt so buggy, dass es problematisch wird. Hier fehlte schon wieder einiges an Dialog, habe ich das Gefühl. Weil ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Oh, warum ist er denn jetzt gestolpert da oben? Cool. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Die Narrenkappe hat wohl funktioniert. Nicht übel, Mr. Thribwood. Bitte warten Sie hier. Ich muss eben den Herd abschalten. Ah, jetzt macht er das. Was Marco nicht weiß, ist, dass wir sein Robbenbabyöl durch das Star Buccaneers Schmierwhiz ersetzt haben. Wir sind gespannt. Das ist sehr gut. Ich spiele über Steam, Chat. Jetzt, mein Freund, bewundern Sie den Meister in Aktion. Nun wird Marco de Pollo versuchen, Geiblas Schriebfurt zu schlagen. Ich bitte um absolute Stille für seinen Sprung. Schnappt ihn euch. Was? Jawohl. Wie der Links auch immer noch eine Ladies 10 gibt, ist sehr lustig. Gentlemen. Der neue Weltmeister im Plankenspringen heißt Guybrush Threepwood. Ich protestiere. Das war kein fairer Wettkampf. Ich fordere eine Revanche. Sofort. Ich bin Marco de Pollo, der größte Plankenspringer der Welt. Deine Stimme kommt mir auch extrem bekannt vor. Wer wagt das? Marco. Guybrush ist so gemein. Ich lasse mich nicht verspotten. Marco. Sehr gemein geworden. Aufhören, aufhören, aufhören. Hallo. Wie es Elaine wohl geht. Oh. Hey, danke, dass Sie zur Wahl gekommen sind. Nicht vergessen, eine Stimme für mich ist eine Stimme gegen den Höllenpiraten. Danke Aber für ich die möchte Unterstützung, den Höllenpiraten. Gleich um die Ecke gibt es das Fest und den Korb. Stimmt nicht für Charles. Er ist in Wahrheit LeChuck, ein Zombie, ein Geisterpirat aus der Hölle. Ach, hören Sie auf, Mrs. Threepwood. Jeder hier weiß, dass LeChuck tot ist. Ihr Ehemann hat ihn selbst getötet. Sie müssen nachsichtig mit dir sein, Mr. Charles. Ich denke nicht daran, mein Freund. Da seht ihr! Charles ist LeChuck! Seht doch! Tja, damit wäre das wohl geklärt. Ich werde jetzt meine Sachen packen und meinen Einzug in die Gouverneursvilla feiern. Der Tauchpokal. Eine goldene Trophäe, die ein Mann in klassischer Arme-über-Kopf-Tauchpose darstellt. Sehr gut. So, alles, was uns jetzt noch fehlt, ist der bronzene Hut. Du verlauste Fliegen. Ich will nicht gebissen werden. Warum steht die noch da? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir rankommen. Also ich wüsste jetzt nicht sofort, wie es weitergeht. Chat. Habt ihr einen Tipp? Weil wir haben ja immer noch, also wir haben immer noch das Boot, wo ich nicht ganz mehr weiß, wie und was wir gerade damit machen sollen. In Planet Threepwood haben wir, glaube ich, alles erledigt. Bei Star Buccaneers konnte man sich Kaffee holen. Ich weiß aber nicht, ob wir den brauchen. Jambalaya-Dollar.
Speicherst du ab und zu mal? Oh, Lucky Tricks, das ist ein wertvoller Hinweis. Vielen Dank. Und auf dem Atoll gibt es ja die Puppen. Und ich weiß, dass man... Ich glaube, man kann an die Puppen noch irgendwie rankommen. Aber ich wusste auch gerade gar nicht, wozu. Was wir aber brauchen, ist eigentlich der Hut. Chat, da werfe ich, glaube ich, mal einen Blick in meine Lösung. Ich habe mir übrigens eine neue Lösung geholt, weil beim letzten Mal habe ich noch eine genutzt mit so einfach einem vollen Text und jetzt habe ich eine, die auf die einfach stichpunktartig funktioniert. Hello, Papageienpfeife. Obwohl, Luke, ja. Papageienpfeife beim Schiff, ne? War das beim Schiff? Das ist das Gemeinschaftsruderboot, das ich mir geliehen habe. War das beim Schiff? Ich würde es zumindest mal probieren. Nee, dir fehlt noch was auf dem Atoll. Okay. Also geht das hier nicht mit dem Ding. Ich möchte es trotzdem mal probieren. Ich gehe davon aus, dass keine Papageien in der Nähe sind. Schade. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Dir fehlt noch was auf dem Atoll. Ein Strand voller Felsen. Ha. Konnten wir da auch hin? Kann ich hier nach links? Nein. Nee, du vergisst die Bedeutung von... Ist hier irgendwo weiter? Ich glaube nämlich nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Raus hier! Dass man hier Klopfer an Tür machen kann, wo einfach nichts ist. Richtig, langsam besser, dass man verstehen mit ihm hier wir eigentlich uns. Noch was machen Sprechen muss, wir aber jetzt ich über weiß nicht wirklich was. Nun, das ist natürlich klar. Lucrezia, aber falls du einen direkteren Tipp hast, nehme ich den auch gerne. Also wir können mir auch einfach den nächsten Schritt sagen. Atoll ist ja schon mal gut. Aber ich will gerade eigentlich nicht viel rumprobieren müssen. Und wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Also irgendwo gehen da vor allem Erinnerungen verloren. Ansonsten würde ich auch in meine Lösung schauen. Weil dafür haben wir sie ja. Ich meine, es könnte sein, dass wir hier einfach noch einen Gegenstand brauchen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe ja nicht alle gesehen. Und ansonsten halt was mit den Puppen. Ah! Es brennt schon wieder! Rette sie, ich werde es brennt schon wieder! Tschüss! Hm. Oh, man kann die sich auch nehmen. Nicht so schnell, Kleine! Da müsste irgendwo einer sein mit zwei Papageien und die brauchst du, um den Hut sie zu Sie halten sich aber wohl für sehr genau, schlau, ist. Was? Raus hier! Jetzt mit den zwei Papageien, da leuchtet, klingelt auch irgendwas. Benutzt die Pfeife mal am Strand. Einfach nur am Strand. Das ist natürlich klar, aber was ist mit... Ich gehe davon aus, dass keine Papageien in der Nähe sind. Ich verstehe deinen Standpunkt, aber konzentrieren wir uns doch auf... Schlafen! Richtig, langsam verstehen wir uns. Ich gehe davon aus, dass keine Papageien in der Nähe sind. Ich habe das Gefühl, hier muss eigentlich noch ein Ort sein. Kommen wir vielleicht hier rechts weiter? Und als ich gerade seine Bauchspeicheldrüse Oh mein Gott, ich hätte da einfach rechts weitergekonnt die ganze Zeit.
Du solltest vielleicht ein paar Schritte nach links gehen. Mann, danke. Da fehlte gerade auch der Ton. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Dieser Kassaber hat mich fast umgebracht. Mal wieder. Nein, das sieht ziemlich schwer aus. Wer bist du, du lästige kleine Missgeburt? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Wer schießt denn hier mit Kanonenkugeln? Das ist dieser schreckliche Admiral Kassaba. Wenn er sieht, dass sich drei Piraten miteinander unterhalten, denkt er gleich an eine Verschwörung. Deshalb beschießt er uns mit Kanonenkugeln. Wenn es mir hier am Strand nicht so gut gefiele, würde ich raussegeln und ihm gehörig die Meinung sagen. Ist dir klar, dass auf deinen Schultern zwei Papageien sitzen? Wirklich? Das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Was soll dieser Sarkasmus? Du nimmst mich nicht auf den Arm. Welcher ist Hagin und welcher Kissin? Ich kann nicht glauben, dass ich das frage. Singen sie Operetten? Natürlich nicht. Fehlen schon wieder ganze Dialoge? Oh, wenn ich wüsste, welcher der beiden lügt, wären sie wirklich eine große Hilfe. Im Moment sind sie vor allem lästig. Okay, Chat, also hier... Bemühe dich nicht, ich finde alleine raus. Spiel ist gerade an einem Punkt, kleiner Pirat. Wo uns so viele Dialoge fehlen. Also auch das gerade, da die Piraten, Papageien haben doch eigentlich was gesagt. Und ihr meintet ja vorhin auch, es gibt Patches, die das lösen. Deswegen würde ich eigentlich mal vorschlagen, dass wir hier einmal speichern. Na? Und wenn wir das weiterspielen sollten, dass ich da mal nach einem Patch gucke. Weil das ist ja super blöd. Also es fühlt sich zumindest total falsch an gerade, wie uns hier Dialoge einfach unterschlagen werden vor dem Spiel. Das wirkte gerade wie zusammenhangslose, nicht wirklich aufeinander reagierende Gespräche. Und das ist ein bisschen blöd. Ansonsten finde ich aber das, was hier passiert auf Jambalaya Island, gar nicht so unlustig. Also es sind ein paar Sachen dabei, ne, wie der Richter oder so, der eine Juror, die sind gar nicht gut gealtert. Aber auch vieles, was immer noch einigermaßen passt. Ich weiß, dass ich das früher ein bisschen komisch fand mit dem diesem Tourismus hier und der offensichtlichen Kapitalismuskritik, die hier drin steckt. Aber gerade finde ich das eher amüsant. Zumindest so, wie es hier auf den Inseln gelöst wurde. Und wie gesagt, eventuell spielen wir dann in der Zukunft noch weiter, weil ich glaube, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Und wenn wir das aber machen, möchte ich nach einem Patch gucken. Weil hier geht mir ein bisschen zu viel verloren vom Spiel. Das finde ich ein bisschen schade, das finde ich ein bisschen doof. Deswegen beenden wir das mal an dieser Stelle. Wir sind auch schon wieder 2 Stunden dabei, Chat. Passt eigentlich wunderbar. Wir müssen beim nächsten Mal uns noch mit diesem werten Herrn unterhalten. Wir müssen noch an den Hut kommen. Er muss dir jetzt sagen, dass der Hut unter einem Stein liegt. Danach kannst du die Pfeife am steinigen Strand verwenden. Okay. Das kommt dann beim nächsten Mal. Hoffentlich. Wenn das mit dem Patchen klappt. Ansonsten erstmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, lieber Chat. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir macht es auf jeden Fall immer noch Spaß, dieses Spiel mit euch zu spielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sind immer mittwochs 10.30 Uhr und donnerstags 18 Uhr live. Wobei, ich kann direkt schon mal sagen, diese Woche sind wir nicht donnerstags 18 Uhr live, sondern planmäßig, das kündige ich dann separat auch nochmal an, sondern planmäßig am Freitag um 16 Uhr. Dafür dann, wenn alles gut geht, mit Mats und Nintendo Switch Sports. Und das würde mich freuen. Wann spielen wir denn weiter? Also ich nehme mal an, nächsten Mittwoch. Es kann immer sein, dass da was dazwischen kommt oder sowas, dass wir dann doch was anderes spielen. Das hängt auch von meiner persönlichen Lust auf das Spiel ab und ob das jetzt mit dem Patchen und so klappt. Aber wenn es passt, nächsten Mittwoch. Genau. Okay, Chat. Dann schicke ich euch jetzt in den Abschiedsscreen und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüssi.
Thank you.